Moinsen! 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 Freunde, einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zu einem weiteren Livestream hier um 13 Uhr an diesem wunderschönen Sonntagmittag. Ja, wer jetzt erst aufgestanden ist, würde Moinsen sagen, ne? Wer natürlich schon seit 9 Uhr auf den Beinen ist, sagt guten Tag. Und wer noch nie schlafen gegangen ist, sagt guten Abend. Ja, so. Warum habe ich keine Taschentücher hier? Verdammt, ich habe keine Taschentücher. Ja, egal. Ich habe nämlich gerade noch einen Tee gemacht. Jetzt muss ich natürlich gucken, wo ich mit diesem, wie nennt man das? Mit dem Teebeutel, wo ich den jetzt hin tue. Obwohl, da kann ich eigentlich direkt den Mülleimer wandern. Ja, das ist auch eine gute Idee. Ich habe ja einen Mülleimer hier stehen. Leute, moinsen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Willkommen zur guten Unterhaltung. Freue mich, dass ihr mit dabei seid. Falls ich zwischendurch mal ein bisschen am Räuspern bin. Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen angeschlagen. Aber es geht mittlerweile wieder. Also eigentlich geht es mir soweit ganz gut. Ich habe dann gesagt, so, ich fühle mich auf jeden Fall fit. Wir können einen Livestream machen. Wichtig ist, denke ich mal, Tee trinken, genug trinken und das ein oder andere Hustenbonbon schlecken. Deswegen mache ich das jetzt auch einmal sofort. Freunde, wir sind mal kurz im Mod-Hub. Die Aufnahme, Carsten, wirst du gleich bemerken. Im Mod-Hub sieht die Aufnahme ein bisschen komisch aus, Carsten. Im Spiel gleich wirst du ein ganz anderes Detail sehen. Das zeige ich dir aber gleich. Leute, erstmal schön, dass ihr mit dabei seid. Vielen, vielen Dank. Denkt dran, Abo und Like schon da lassen, wenn es euch gefällt. Würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Und zwar wurde ja am letzten Livestream nach einem Fendt 700er geschrien. Ich habe jetzt einfach mal Fendt eingegeben. Meine Frage ist jetzt einfach so, welchen habt ihr euch denn vorgestellt? Welchen ihr im LS22 Forstprojekt haben wollt? Wir haben ja hier die 700 Series, das ist der Mod. Wir haben den Generation 6 ja als Mod schon mit dabei. Oder wir hätten hier den S4. Aber ich glaube, S4 ist immer so mit der Beste, ne? Ach komm, wir nehmen einfach den S4. S4 habe ich immer gehört, das läuft auf jeden Fall. Den installieren wir uns jetzt einfach mal. So, Updates sind gemacht. Ich wollte mal kurz gucken, ob irgendwas Neues gekommen ist. Sieht schön aus. Ist aber mehr das Amerikanische. Ja, Sintrack war schon vom letzten Mal. Okay. Dann gehen wir mal rein in den guten Multiplayer, Leute, mit minus. Ja, tatsächlich minus 14.000 Euro. Kacke, ne? Achso, nein, Moment, wir gehen noch nicht in den Multiplayer. Einen Moment, wir gehen erstmal kurz in den Singleplayer. Wir müssen uns nämlich noch was platzieren. Hatte ich ja beim letzten Mal gesagt. Deswegen nehme ich einmal kurz Easy Development Control mit rein. So, was ist jetzt hier passiert? Einen Moment. Ja, ich weiß nicht, was er mit meinem Audio-Stream momentan hat. Momentan sagt mir YouTube immer, mein Audio-Stream wäre wohl unterwertet. Ich habe keine Ahnung. Ich mache Audio mit 320. Das ist eigentlich genau das, was man braucht. Ich weiß jetzt nicht genau, was YouTube da immer von mir will. So, deswegen verschiebt sich gerne einmal meine Anzeige. So, what? So, okay. Vorneweg, ich mache so lange, wie es mir geht. Also nein, ich mache so lange, wie es geht. Wenn ich nach anderthalb Stunden sagen muss, so, das war's, dann machen wir Feierabend. Aber ich will es zumindest mal versuchen. Leute, freue mich auf jeden Fall, dass ihr mit dabei seid. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Dankeschön nochmal für die ersten 100 Likes. Und wir sind wieder im Forstprojekt. Wir gehen jetzt einmal kurz ins Singleplayer. Und danach werden wir sofort den Multiplayer starten. Und ja, ich weiß, Dedi-Server. Ich muss euch ehrlich gestehen, Leute. Ich finde, der Dedi-Server ist eine große Sache. Also für mich ist es eine große Sache. Ich möchte den Dedi-Server nicht einfach online stellen. Und dann funktioniert die Hälfte nicht. Deswegen, da bin ich noch so ein bisschen dran, Leute. Da bitte ich um ein bisschen Geduld. So, ich muss mir kurz mal den Kontostand aufschreiben. Wir müssen nämlich jetzt einmal kurz die Schmelze platzieren. So, Notizen. Einen Moment, Notizen. 14.693 im Minus. So, okay. Dann machen wir jetzt einfach hier kurz mal 500.000 drauf. Gehen einmal über den Shop in das Baumenü. Und dann müsst ihr hier zur Produktion gehen und dann habt ihr hier Fabriken und dann habt ihr hier, nein, Entschuldigung, nein, Moment, ganz am Ende, da. Habt ihr den Eisenschmelzofen, diese Fabrik, diese Produktionsstätte ist nicht standardmäßig
im LS22 Silveron Forest Map verbaut. Die müsst ihr separat platzieren. Nur, dass ihr da schon mal drüber Bescheid wisst. Warum ist jetzt hier plötzlich Gras? Auch gut. Ah ne, das war vorher schon. Jetzt müsste ich nur mal überlegen, wo wir die hinplatzieren. Wir haben natürlich hier auch unsere Gebiete. Ah, hier unten, glaube ich. Warte mal, hinterm Shop, da könnte das schon ganz gut passen. Ich wollte natürlich jetzt nicht unbedingt dafür noch ein extra Gebiet kaufen, aber wir gucken mal kurz. Neben dem Shop. Die Ecke gehört nämlich uns. Warte mal. Ah, das hier. Das. Ah, okay. Das hier gehört uns. Mhm. Ja gut, das Doofe ist jetzt, dass da Bäume wachsen. Ich kann es natürlich hier hin platzieren, da sind aber, ja, die Bäume mitten im Weg. Ich glaube, die gehen auch nicht weg. Ah, ja, okay, okay, okay. Dann, ich bin gerade überlegen, machen wir das wie folgt, machen wir kurz mal im Multiplayer hier die paar Bäume weg. Also eigentlich, der kann stehen bleiben. Aber wenn wir die hier, die ganze Ecke hier wegmachen würden, dann könnten wir den hier hin platzieren, die Produktionsstätte. Okay. Leute, wir machen wie folgt. Also wir merken uns... Wir machen das jetzt ganz einfach, Leute. Wir merken uns einfach, ich speichere nicht ab. Genau, ich speichere einfach nicht ab. Dann habe ich nämlich das Geld jetzt wieder weg. Und dann kriegen wir jetzt... Jetzt machen wir erstmal, Leute, jetzt machen wir erstmal Multiplayer und machen diese kleine Ecke da schön. Das können wir jetzt mal direkt zusammen machen. Ich nehme kurz den 700er S4 schon mit rein. Das bleibt. Wir gehen mal hier auf 10 Leute. Das sollte funktionieren. So. Dann werden wir erstmal da machen. Leute, Nico, guten Tag. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Katharina, Julian, Andi, FrankenTV, Levistar, Thomas, Adi, Trainspotter, Jonas, Nico, Pascal, Sebastian, Mämer, Ben. Schön, dass du da bist. Hallo Leo, hallo Andi. So, hallo Levistar, grüß dich. Leute, vielen Dank für 260 Zuschauer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Dankeschön. Leute, wir sind Road to 50.000. Da freue ich mich schon sehr drauf. Verena, dann musst du auf YouTube die Einstellung auf 1080p stellen. Verena, also, wenn du eine ganz, ganz schlechte Grafik hast, dann guckst du wahrscheinlich mit 480p oder so. Das macht YouTube für dich automatisch, wenn YouTube bemerkt, dass deine Internetleistung zu schwach ist, dann musst du das einfach umpotten. Hallo Bruno, moin, JTZock, herzlich willkommen. Also in den Einstellungen hier auf dem Video gehst du auf 1080p. Dann hast du natürlich die gute Grafik. So Leute, let's go. Kommt mal rein auf den Server. Ich warte auf euch hier am Voicechen. Und dann machen wir unten die Ecke weg. Bäume fällen, ich würde sagen, wir machen Hackschnitzel. Wir machen Hackschnitzel auf jeden Fall. Hallo Wolfgang, moin, herzlich willkommen. Wann machst du wieder Crossplay-Stream? Genau jetzt, Max. Schön, dass du da bist. Einfach Chris, moinsen. Hallo Nils, hallo Schaufler, Sören, moin. Wie findest du den riesen Mammutbäume? Die Mammutbäume finde ich richtig cool. Die finde ich richtig cool. Wir haben gerade gleichzeitig geräuspert. Yannick läuft bei uns. Wir fühlen uns verbunden. Machen wir Hackschnitzel? Doch, ich würde sagen, wir machen Hackschnitzel, weil wir müssen hier noch ein bisschen was reinpotten. Deswegen, ich packe mir schon mal einen IT-Runner. Und dann kommt die einfach mal in den Multiplayer rein. Da ist unser Hackfleischhassende Zahacker, nenne ich ihn immer. So, ich mache euch schon mal die Tore auf, so damit ihr schon mal wisst, wo wir gleich dran gehen müssen. So, da ist einer meiner IT-Runners. So, ich bin noch im Multiplayer, ne? Hallo, Multiplayer. Joint dem Server. Sieht alles gut aus, okay. Road to 50, Levistar, so sieht's aus. So sieht's aus, Leute. Wir haben offline fast 100 Abos gemacht. Wahnsinn, Leute. Wenn ich Bäume bei dem alten Sägewerk aber wieder leckt ist und ich kann nichts mehr machen. Okay, warum? Habe ich was vergessen, Zocker Bro? Muss ich schon wieder rausgehen? Ich gehe schon wieder raus. Wenn keiner joint, dann ist irgendwas mit dem Multiplayer falsch. Was habe ich vergessen, Zocker Bro? Hab ich ein Update vergessen? Nur eigentlich. Oh doch, ich hab. Entschuldigung, also die Updates hatte ich eigentlich gemacht. Aber ihr wisst ja manchmal, wie das ist. Du machst die Updates, gehst wieder rein, gehst wieder raus, guck und dann sind die Updates wieder da. Finde ich manchmal ganz, 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 ganz komisch. Wir starten einfach einmal den LS neu. Ganz komische Sache. Ich verstehe selber nicht, warum das so ist. Keine Ahnung, was da manchmal passiert. Hallo Thorsten, willkommen. Nico, zu kurz. Wie war deins? So, einmal wieder rein. Herunterladbare Inhalte. So, jetzt sind sie gemacht. Okay, jetzt können wir in den Multiplayer reingehen, Leute. So,
Und jetzt machen wir erstmal zusammen unten die Ecke weg, deswegen joint gerne im Server, schön, dass ihr mit dabei seid. Also bei mir, und ich weiß nicht warum, weißt du vielleicht, Flixel, was ist denn bei dir? Achso, mit dem Achso, dann leckt es bei dir. Danach dann dauerhaft oder einfach mal Spiel neu starten und dann geht's wieder? Vampirella, das wünsche ich dir auch herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Finn, moin. Dieses Jahr noch 50.000, das wäre mega. Levi Star, das wäre eine richtig geile Kiste, wenn wir dieses Jahr noch die 50.000 Abonnenten schaffen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle mit dabei seid. Sorry, aber ich mache neuerdings Bildschirmübertragung. Früher war es Spielübertragung, aber ich habe ja vom Corallo, ich glaube Corallo hieß er, den schönen Tipp bekommen, du kannst ja mit einer RTX besondere Einstellungen vornehmen. Also deine, die RTX bietet ja dem LS 22, dadurch, dass der LS halt mit dabei ist, die Möglichkeit, deine Grafik komplett selbst einzustellen. Also mit Schärfegrad, mit Sättigung, wie die Farbe aussehen soll und so. Und ja, seitdem habe ich, wie du halt hier gut sehen kannst, eine etwas andere Grafik. Also das passiert alles über meine Grafikkarte, die ich selbst einstellen konnte. Und wenn ich natürlich Spielübertragung mache, übernimmt der nur das Spiel. Deswegen muss ich bei der RTX natürlich die Bildschirmübertragung machen, damit ihr, so wie ich sie sehe, halt diese Grafik erkennt. Ne, damit ihr weiß. Ah ja, Nils, genau, ich musste dich ja noch entbannen. Ja, muss ich dazu erzählen, im letzten Stream musste ich leider einen Bann aussprechen, der zu Unrecht erfolgt ist. Also dafür möchte ich mich auch nochmal bei dir entschuldigen. Und zwar den Fendt-Profi, den haben wir gebannt, weil er sich in den Bagger gesetzt hatte. Marvin, vielen Dank fürs Abo, obwohl wir Feierabend gemacht haben. Und dann hat er damit so ein 3 von 360 gemacht. Das war aber keine Absicht, es hat tatsächlich bei ihm geleckt. Der Bagger hat sich wohl aufgehangen. Hat er mir auch offen und ehrlich erklärt. Dann dachte ich mir so, okay, komm, kann ja alles mal passieren. Deswegen ist da der Permaban wieder entbannt auf jeden Fall. Ne? Warum zeigst du dich nicht in der Kamera, weil ich da zu hässlich für bin? Hast du eigentlich eine RTX an? Ja. Deswegen, das ist jetzt bei mir aktiviert. Nee, normal auf einer Standard, beziehungsweise nicht Silver. Ach so! Okay, Max, die komische Sache jetzt. Benjamin, Eigenwerbung stinkt noch einmal und du kriegst einen Permaban, 7810 Power, herzlich willkommen. Fendware, moin. Jasmine, meine Queen, moin. Schön, dass du da bist, willkommen. Hallo Yannick, hallo Lorenz, hallo Sascha, guten Morgen. Also, Sascha, heute mal nicht arbeiten. Echt, Katharina, hast du das? Das ist aber nett von dir. Ich wüsste mal nicht wo, aber läuft. Wolfinator, herzlich willkommen. Verbinden, bitte warten. Ja, synchronisiere Daten mit anderen Spielern. Es läuft auf jeden Fall heute wieder. Hallo, Nice for Life, Piggy David, grüße dich. Fendfahrer Toni. Moin, schön, dass du auch wieder da bist. Ich kann nichts machen, dann starte ich neu, dann will ich es wieder machen, aber es leckt dann wieder. Spielst du auf Konsole? Heute habe ich frei. Das ist dir auch gegönnt, auf jeden Fall. Hi, hast du mitbekommen, dass Aviv Papa wird? Nee. Ist das ein DJ? Oder wer ist das? Martina, moin, hallo Yannick. Bambusleitung, ja, Karot, da sagst du was. Die Bambusleitung ist wieder am Start. Hexa hat abonniert, dankeschön. Hallo Yannick, moinsen. So, ja, das ist halt, ne, wenn die Leute alle auf einmal joinen wollen. So, Leute, let's go. Ich pack mir IT-Runner in diesem wunderschönen Valtra. Wir werden jetzt erstmal unten die kleine Fläche vorbereiten. Dann werde ich nochmal kurz in den Singleplayer gehen, weil dann kann ich Easy Development Control mit reinnehmen. Und dann werden wir dort den Schmelzofen platzieren. Und da ist unser Ziel für heute, so viel Geld zu erwirtschaften, dass wir diesen Schmelzofen heute uns kaufen können und in Betrieb nehmen. Dann geht es nämlich langsam Richtung Produktionsstätten. Kniet nieder, die Queen ist da. Ahoi, Ahoi wäre Kapitän Queen. Ja, meine Königin, hallo. So. Achso, ich muss vielleicht auch mal einen Gang einlegen. Dafür nehme ich mir jetzt erstmal auf jeden Fall... Achso, ich sollte auch das Gewicht annehmen. So. Dafür nehme ich mir jetzt erstmal IT-Runner und wir nehmen hier einen Häckselwagen mit. Ihr, die jetzt auf dem Server sind, Leute, ihr könnt auf jeden Fall den Hackschnitzhasseln Zaka mitnehmen. Ein, zwei Leute können schon mal runtergehen, schon mal die ersten Bäume markieren, bitte. Also die Markierung kann ich gleich für euch übernehmen. Wartet noch ein bisschen mit den Fällen. Ich markiere euch die Bäume, die weg müssen. Und einer kann auf jeden Fall schon mal den Bagger auf den Tieflader verladen und vorsichtig bitte da runterbringen mit der Baumstumpffräse. Müssen wir natürlich alles vorbereiten, ne? LS-Zocker, Ausrufezeichen, mitspielen. Gerne, Nils, du hast mir ja offen ehrlich gesagt, was die Sache war, deswegen natürlich Entbannungsantrag, ist genehmigt, kann ja mal passieren, ne? Hallo Landwirt, guten Morgen. Heute läuft's ja hier mit der Synchro. Also normalerweise Synchro schneller als jetzt gerade, ne? Normalerweise ist die Synchro sehr, sehr zügig, was das angeht. Aber heute, hallo.
Geil, weißt du, ich bereite mir das vor und er nimmt sich den. Du Lümmel. Dann nehme ich mal halt den anderen. Geil. Ich bereite mir das vor und denke so, ja, danke fürs Tor öffnen. Ich pack mir den dann mal. Ist gar kein Problem. So, ihr seht selbst, hier will natürlich jeder wieder mithelfen. Leute, ihr dürft das auch sehr gerne tun. Die ein oder anderen können auch gleich schon die ersten Missionen machen. Wie gesagt, wartet nur noch bitte mit dem Umhauen der Bäume, bis diese markiert sind. Warte, ich schreibe das besser mal kurz in den Chat rein, ne? Hallo FLS Flo, herzlich willkommen. Hallo Oliver, moin. Wann kommt wieder die 1-Euro-Farm? Nächste Woche habe ich mir das wieder vorgenommen. LS Gamer, Dankeschön fürs Abo. 150 sind drin, Leute. Dankeschön. Bausim kommt auch wieder kommende Woche. Leo ist geplant. Auf jeden Fall. Ciao, Katharina. Mach's gut. Danke fürs Zuschauen. Also, Synchro ist heute. Bitte warten, bis die Bäume von mir markiert wurden. So. Weil ich will die Bäume eigentlich markieren, damit die jetzt nicht zu viele Bäume plötzlich wegnehmen. Das wäre halt nicht so gut, ne? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja, Thorsten, das hat er sich auch gedacht. Ja, ich war ja zuerst in der Halle drin, das ist jetzt meiner. Ja, Katharina, dann Happy Birthday an deinen Dad und einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Aldi Süd, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Moin, moin. So, die verladen jetzt einmal hier den Bagger, kommen damit runtergefahren. Baumstumpffräse ist auf jeden Fall dabei. Also, er will noch drehen, ne, er lässt mich erstmal kurz hier ran. Das ist aber sehr nett von ihm. Aua, er lässt mich doch nicht ran. Was sagst du jetzt zu diesem DLC Gieselbrecher? Für mich bisher das beste DLC, was im LS22 gekommen ist. Ich bin da ganz klar der Meinung, Giants hat den Sprung geschafft, muss ich sagen. Ja, in letzter Zeit waren die Leute halt ein bisschen enttäuscht. Kann ich auch irgendwo verstehen, die DLCs, die erschienen sind, waren vielleicht nicht für jedermann das, was man sich vorgestellt hat unter einem DLC, was natürlich auch Geld kostet. Aber ich muss sagen, der Sprung ist geschafft. Also ich bin begeistert von diesem DLC. Ich finde, es macht mega viel Spaß. Und es ist ein sehr schönes und kompaktes DLC. Ich finde, für 19,99 bekommt man schon das, was das Geld auch wert ist, ne? Nico, das ist Waldi. Der Hund hat tatsächlich einen Namen bekommen, das ist ab sofort Waldi. Die nichts zu tun haben, ihr dürft auch gerne hier vorne schon mal hingehen und die Baumstämme verladen, die dann noch so rumliegen. Könnt ihr schon mal verkaufen fahren. Wir müssen natürlich für heute irgendwie Geld machen. Hier unten liegt übrigens die Baumstumpffräse. Also ihr könnt hier gerne schon mal hingehen und die Baumstümpfe verladen und verkaufen fahren. Denn wir brauchen ein bisschen Geld. Ne? Wir haben 14.000 Euro Miese. Damit kommen wir leider nicht weit. Ne? Hallo Felo, moin. Wenn wir tatsächlich heute den Schmelzofen in Betrieb nehmen wollen. Ne? So, Flo, moin. Du spielst auf PC und dann hast du ein Problem mit dem Baumstumpfverkauf. Egal auf welcher Map oder nur auf der jetzt hier. Gibt es im Bausim Crossplay? Der Bausim hat Crossplay, allerdings nur zwischen den Konsolen. Also Xbox und PlayStation können tatsächlich zusammenspielen. Mehr ist da leider nicht möglich. Mach mal Spielanzahl auf 12. Nee, Pascal, jetzt gerade noch nicht. Dafür haben wir einfach noch nicht genug. Aber kann ich dann gleich gerne machen. So Leute, wir fahren gerade durch den Wald. Da hat ein bisschen zu kämpfen hier, ne? Hallo Klettermax, moin. Grüße dich, schön, dass du da bist. Wie kann man ins Minus gehen? Über Mietmaschinen. Nice for life. Die Miete, ne, wird trotzdem täglich abgebucht. Und dadurch gehst du halt mal sehr schnell ins Minus, wenn du die eine oder andere Mietmaschine hast. Ich habe dir letzte Woche eine Bewerbung für den Dedi-Server auf Discord geschickt. Hast du das schon, hast du noch nicht beantwortet? Nö, Sebastian, weil ich ungefähr, ich glaube, 150 Nachrichten habe. Ja, ich drück da auf die Gans. Aber Gänseessen ist doch vorbei. Yo, Flo, viel Spaß morgen, wünsche ich dir auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wo ich lang gefahren. Ach, ich komme da unten am Sägewerk jetzt raus. Ja gut, okay. Dann komm halt unten am Sägewerk raus. So. Hast du später noch einen Platz frei für mich auf dem Server? Klar, Sascha. Wir werden auf jeden Fall durchwechseln. Dann darfst du sehr, sehr gerne joinen. Hallo Robert, moin. Schön, dass du mit dabei bist. LS Gamer hat abonniert. Dankeschön, Marvin, auch für dich. Dankeschön für dein Abo. Sehr nett von dir. Ich sehe hier noch den Jens, der hat auch abonniert. Dankeschön. Müssen wir den noch drehen? Wen müssen wir noch drehen? Ich habe eine Ultima. Eine Ultima? Hast du das schon mit den Türen öffnen gemacht? Nee, kann ich ja leider nicht, weil das ist eine Mietmaschine. Bei einer Mietmaschine kann man ja leider nicht nachträglich nochmal hingehen und diese nachkonfigurieren. Ja, wenn sie so konfiguriert ist, wie man sie sich nicht vorgestellt hat, ist danach leider vorbei. So Leute, wir sind auf dem Weg. Jetzt sind wir auf der Straße angekommen. Haben jetzt erstmal den
Waldweg genommen. Oh ja, mein Hänger hängt schon wieder auf 7:30. Ja, ich fahre gerne auf 2 Reifen, Leute. Das nennt sich materialschonend fahren. Guck mal, ne, das ist... Tut mir leid, wenn das so passiert, Leute. Das ist leider das Problem, was diesen IT-Runner angeht. Der hat so ein paar kleine Macken. Wenn man damit zu eng lenkt, dann kommt halt die Hinterachse zwischen, also an die Achse von dem Anhänger dran. Und dann spielt er total verrückt. Ich fahre materialschonend, nur auf 2 Reifen, damit die andere Achse heile bleibt. Hallo Finja, moinsen, grüße dich, schön, dass du da bist. Bleibe und kann das DLC nicht kaufen. Aber Fendt, dann freue ich mich, dass du mit dabei bist. Vielen Dank. Fast 400 Leute jetzt schon wieder, Leute. Schön, dass ihr da seid. Wirklich, finde ich echt klasse, dass ihr im Platinum wieder so fleißig einschaltet und hier mitfiebert. Wir werden, wie gesagt, jetzt erst einmal dafür sorgen, dass wir den Schmelzofen platziert bekommen. Dann werden wir dafür sorgen, dass wir uns den Schmelzofen auch leisten können. Und dann werden wir den Schmelzofen auch in Betrieb nehmen. Das heißt, heute ist Minenarbeit angesagt. Gib ihn halt zurück, mach es, wie es dir passt. Ja, aber das kostet ja Geld. XXL Farmer, das muss ja mal so sehen. Das kostet ja auch wieder Geld, was wir momentan nicht haben. So, ihr seht schon, hier, meine lieben Freunde, der hackfleischhassende Zerhacker ist schon am Stissel. Warum sage ich eigentlich am Stissel? Ist schon am Start. So, ich stelle mal kurz hier ab, dann hat er hier ein bisschen mehr Platz. So, Warnblinker an. Und let's go. So, Freunde, wir haben gesagt, alles ab hier. Okay, wir markieren mal kurz die Bäume. Ich weiß nicht, ob wir eine Seilwinde, obwohl ich glaube, Seilwinde brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So, einen Moment. Genau, das war doch, warte mal, das war doch hier absägen, das war fördern, das war Totholz und das war kann ab, ne? So, der kann auf jeden Fall weg. Wir müssen kurz einmal markieren. Der kann weg. Oh, hier haben wir einen Mammutbaum, ne? Du darfst diesen Baum nicht markieren, weil er schon außerhalb meines Gebiets ist. Okay, das ist nicht schlimm. Der hier. So, ich markiere mal kurz drüber. Weil das heißt ja, glaube ich... Moment, hieß das jetzt tot? Das hieß doch Totholz, oder? Das X hatte verschiedene Bedeutungen. Das mit dem Strich und dem Pfeil war hier absägen. Du verstehst das falsch. Dadurch wurden die 2 belasteten Reifen schneller abnutzen wegen Belastung. Nein, da gibt doch keine Belastung hier. Nein, 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 nein. Hallo Maximilian, moin. So. Synchro. Die Synchro ist heute auf jeden Fall nicht die schnellste, muss ich sagen. Ich muss auch mal Danke sagen für 107 Kanalmitglieder, Leute. Wir sind auf dem Weg zu den 200. Ich glaube, das dauert zwar noch ein bisschen, aber freue mich über jedes Kanalmitglied. Falls ihr Bock habt, Leute, gerne mal den Link im Live-Chat nutzen. Kannst du später mal Fan fahren, Juru? Klar, wir meinen haben. Hab mir gestern das DLC für meine 2 PCs gekauft, natürlich mit deinem Code Leo. Dankeschön. So, das war hier absägen, das war Baum fördern, das war diese Rügengasse oder wie das heißt. Das war Totholz und das war kann weg. Meine ich doch zumindest, oder? Das X heißt auf deinem Server das Holz hacken. Ja, Hackschnitzel war bei uns dann das X, ne? Ach stimmt, ja klar. Jetzt weiß ich, was du meinst. Genau, wir müssen alles mit X markieren. Entschuldigung, X. Genau, wir haben ja gesagt, auf unserem Server, das X kann ja verschiedenste Bedeutungen haben. Wir haben gesagt, bei uns bedeutet das X weg damit und das wird dann Hackschnitzel. So war das. Ja, genau. Gut, dass du es sagst. Gut, dass du es sagst. Gut aufgepasst, auf jeden Fall. Genau, wir machen nämlich hier raus Hackschnitzel. So, der hier muss noch weg. Und der muss auch noch weg. So, und jetzt glaube ich... Warte, ich muss mal gucken. Dann haben wir die. Der muss bleiben. Ja, komm. So, der noch weg. Und der noch weg. Okay, wenn wir das alles wegkriegen, dann können wir hier auf jeden Fall einebnen. Da darf ich vielleicht meinen Valtra wieder haben. Und ich glaube, wir müssen das hier ein bisschen ordentlicher machen. Wir blockieren nämlich ganz schön die Straße. David, kannst du ein bisschen mehr Richtung Feldrand fahren? Weißt du, dass wir hier die Autos noch durchlassen? Was macht ihr mit dem Hackschnitzel? Simon, tatsächlich erst einmal einlagern. Und dann später mal schauen, dass wir es zu einem guten Preis verkauft bekommen. So, wir setzen uns jetzt ein bisschen mehr Richtung Straßenrand.
damit die hier natürlich auch arbeiten. Entschuldigung, damit der Verkehr trotzdem weiter rollt. Ich habe ja keinen Rückwärtsgang drin, nein. So. Guck mal, der Bagger ist auch schon angekommen, Leute. Das ist schon mal sehr gut. So, ich denke mal, so klappt das nämlich besser. Schottenhof, herzlich willkommen. Okay, Hackschnitzel, Hackschnitzel. Let's go, Leute. Lass mal hier fleißig einen weghauen. Mal hier müssen wir auf jeden Fall gleich mit der Fräse rüber. Ich denke mal, da gibt es noch einiges zu tun. Hallo, Reik Uwe, moin. Schottenhof, wie lagern die Hackschnitzel? Wir haben oben eine wunderschöne Halle. Achtung, Baumfeld. Wir haben oben eine wunderschöne... einen wunderschönen Lagerplatz. Den zeige ich euch auch gleich, wie wir den am Nutzen sind. Wir haben da eine wunderschöne Halle platziert. Dreh dich, Bäumchen, dreh dich. So, direkt mal ein paar Stücke schneiden. Das geht hier rucki zucki bei uns, Leute. Wir sind die Forstprofis hier. Rucki zucki. Hallo Lars, moinsen. Und das alles nur, um eine Halle zu platzieren. Läuft bei uns. Oh, Vorsicht. So, wie sieht's aus? Wir haben noch hier genug Traktoren. Einer muss natürlich auch die Bäume zu ihm bringen. Ja, also die kommen ja nicht von alleine zu ihm, ne? So, da hat er schon mal den ersten. Bin mal geschaut, ob wir das überhaupt so hinbekommen hier. Hallo Sven, moinsen. So, besser direkt in die Richtung. Dann spielst du auf einer anderen mit Crossbow. Schauen wir mal. Achtung. Boah, jetzt habe ich auch Glück gehabt hier. Schlauren, Achtung. Baumfeld. Allen Achtung hier. Ja, Thorsten, damit das ein bisschen übersichtlicher wird. Mit den Ästen. Vorsicht! Ich kaufe da mal einen neuen Traktor. Mit den Ästen, das ist so eine Sache halt, ne? So, genau, jetzt hier wird die Hexel. Guck, dann hast du nämlich halt die Äste hier so rumfliegen und dann kommst du damit einfach nicht klar. Meister Hans Dirk, ich wünsche dir gute Besserung. So. Andere können natürlich auch schon mal weiter mit den Missionen machen. Hier, Totholz. Leute, hier, ihr könnt auch die Vertrag Land 14 Mission. Wenn ihr nichts zu tun habt, könnt ihr auch mal. Hallo Metz, grüß dich. Moinsen. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, pass auf, hier, Jonas, du kannst schon mal die ganzen kleinen Büsche hier, guck mal. Hier, die ganzen kleinen Büsche kannst du schon mal fräsen. Das müssen wir auf jeden Fall wegbekommen. So, Achtung, ich fäll da nochmal. Vorsicht! Traktor 0, Baum 1. Ja, natürlich, Leo, wenn wir das Geld dafür haben. Der war gut gesägt. Jawohl. Der war gut gemacht. Nein, also die kleinen Äste machen wir eigentlich nur weg. Damit die halt nicht so, ja, einem im Gesicht rumfliegen. Weil ich kann euch genau sagen, was es dann für Probleme geben wird, wenn wir die hier dran lassen würden. Du verlierst den Überblick. Du siehst halt fast nichts, ne? Das ist so mit das erste Problem, was man dabei hat. Wasserratte, moin. Ach, der hat sich den gepackt. Auch gut. Ich mach mal kurz hier alles weg. Der hat sich den gepackt. Warte doch. Bleib doch stehen. Leute, hab doch nicht so eine Angst. Mach doch nicht so einen Stress, Leute. Es ist Sonntag. Wir helfen euch. So, einfach mal stehen bleiben. Kettensägen-Profi Joko ist schon unterwegs. Keine Sorge. So, guck mal. Und schon haben wir dich von diesem lästigen Baum fast befreit. Der ist leider halt genau auf den Traktor raufgefallen. Und ja, siehst du, guck. Zack. Haben wir es doch geschafft. Der ist halt wirklich genau drauf gefallen und hat das Ganze blockiert. Vielen Dank. 400 Zuschauer, Leute. Ey, geil, dass ihr schon wieder alle da seid. Ich freue mich echt darüber. Dankeschön. Danke, danke, danke. Sehr, sehr geil von euch. So, wie sieht's aus? Ist meiner voll? Ne, da ist noch Platz. Also wirklich mega geil von euch, Leute. Schön, dass ihr so tatkräftig mit dabei seid. So. Servus, Thorsten. Weiß ich noch nicht. Höppinger. Ich sage ja, ich mache grundsätzlich erstmal so lang,
wie es meine Stimme mitmacht. Ich bin, wie gesagt, tatsächlich ein bisschen angeschlagen, aber wir machen das Beste draus. Wir machen das Beste draus. Wir versuchen jetzt erstmal, wie gesagt, hier unseren Schmelzofen zu platzieren. Das ist so mal unser erstes Ziel für heute. Schmelzofenplatzierung hier. Schau uns, da musst du jetzt ran. Wir können leider nicht alle Bäume tragen. Natürlich könnte ich sie noch kleiner machen, dann geht das. So, Alex, moinsen, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ja, Alex, guck mal, was hier los ist. Hier ist volle Hütte. Wirklich, also wirklich volle Hütte. Manchmal finde ich ein bisschen komisch, wenn die Äste hier nicht weg wollen. Normalerweise muss man einfach nur so einmal drüber laufen, dann macht er die schon weg, aber manchmal will er das nicht. So, das finde ich immer gut, dass man kleinere Äste immer noch so schön mit der Hand aufnehmen kann. So. Wie sieht's aus? Achso, ich habe noch gar nichts geladen bekommen. So, Bagger ist dran, genau, Jonas. Hier die ganzen. Also alles ab, genau, alles ab hier. Ne, die bleiben stehen, die großen. Also Leute, die stehen lassen. Wir haben sie nicht markiert. Die bleiben stehen. Ne, die nicht markiert sind, bleiben stehen, Leute. Ganz, ganz wichtig hier. Ne, alles ab hier nach links, Jonas, muss weggefressen werden. Dass wir da auf jeden Fall gleich mal die Station hinbekommen. Warnweste. Ich habe eigentlich eine. Also ich habe die Warnweste an. So. Seht ihr? Und jetzt hier, ne, sind zum Beispiel noch die Äste dran. Und du siehst halt gar nichts, ne? Ich lasse die ja mal. Ich weiß gar nicht, bringen die überhaupt dann mehr Hackschnitzel, wenn man die Äste dran lässt? Bringt das überhaupt einen Ertragsbonus, nur weil sie dranbleiben? Glaube ich nämlich nicht, ne? So, die bleiben. Hier, der muss noch weg. Moin Leon, grüß dich. Wenn er das Hackschnitzel daneben schmeißt, ist auch klar. Wieso? Er schmeißt doch gar nichts daneben. Nee. Er hat ja hier einen Bunker. Der bunkert das ja da rein und der lädt dann über. So. Oh, Entschuldigung. Jetzt bin ich tot. Aber ich bin noch nicht voll, ne? Malamix, grüße dich. Moin. Schön, dass du mit dabei bist. Vorsicht. Seht ihr, ich komme da einfach nicht so durch. Du siehst halt nichts vor lauter Äste. Deswegen, ich mache die eigentlich immer sehr gerne ab. Würmchen, grüß dich. Hallo Crystal, einen wunderschönen. Damien, grüße dich, moin. Leute, denkt dran, Likeschen da lassen. Über 400 Zuschauer, knapp 200 Likes. Da geht noch ein bisschen was, ne? Wenn ich möchte, würde ich gerne mitspielen. Ja klar, Felo, das darfst du sehr gerne tun. Wir werden natürlich hier auch heute wieder regelmäßig durchwechseln, sodass möglichst jeder einmal joinen kann. Oh, jetzt. Ich schmeiß meinen Teebeutel im Müll und er landet natürlich neben dem Mülleimer. Das bringt mehr Ertrag. Achso, wenn die Äste dranbleiben, das bringt mehr Ertrag. Okay. Das hätte ich jetzt nicht. Ich hätte gedacht, die Äste werden in dem Zuge so gar nicht erfasst. Hallo, nicht daneben. Gar nicht so einfach. Achtung, jetzt nicht mich da reinziehen. Ich entfreie den hier nun mal kurz. So, das sieht gut aus. Boah. Ja, sehr schön. Hier, na, hier. Da, genau. Wunderbar. So, einen Moment. Ich fäll den mal in die Richtung. Diesmal bitte nicht auf den Traktor drauf. Dankeschön, Damien. Schön, dass du mit dabei bist. Heute wird das Bankkonto ins Plus gezogen. Ja, wir haben zwar jetzt 19.000 Visa, aber heute, Leute, versuchen wir tatsächlich Plus zu machen. Wir müssen ja auch irgendwie Plus machen, weil ich will heute die Produktionsstätte
für das Erz kaufen, für das Erz. Das ist zumindest für heute unser Ziel, dass wir die Erzmine mal in Betrieb nehmen und dadurch einen Schmelzofen kaufen, ne? So, Bolobo, bald, immer mit der Ruhe. Wir brauchen da ein paar planungssichere Sachen noch. Es kommt aber, keine Sorge. So, ich schneide den schön klein. Der ist zu groß, der ist zu groß, der ist zu groß. Der ist auch noch, also nicht zu groß, sondern in dem Sinne zu schwer. Aber den hier darf ich mit. So. Entschuldigung. Das ist immer gut, wenn man sich wenigstens ein paar Baumstämme packen kann. Dann kann man den Leuten hier nämlich auch ein bisschen die Arbeit abnehmen. Okay, ich muss sagen, Magischer, der ist richtig unterwegs. Moment. Kann man auch hier so einen Vollanzug? So. Moment, was hatte der denn an? Der hat doch was ganz anderes an, als ich es jetzt hab. Ah, das hier von Husqvarna hat der an. Ja klar, Safety First, ne? Ich hab's jetzt auch mal angezogen. David, bin ich noch nicht voll? Wie voll ist mein Hänger? 55%. Ja komm, er packt jetzt die letzte Tour drauf und dann fahre ich einmal weg. Jetzt gucken wir mal kurz. Ich würde sagen, den Verkauf machen wir später. Wir werden jetzt erstmal einlagern. Und den Verkauf werden wir dann später machen. Ich will jetzt gleich erstmal die Mine platzieren. Shadow, grüß dich. Was geht denn hier ab? Platinum, nice. Yo, Shadow, was geht? Herzlich willkommen. Hallo Jan, moin. So. Erstmal natürlich mal Gänge runterschalten. Darf ich nachher nochmal mit auf dem Server, weil ich einen Leck hatte, runtergeflogen bin? Merlin. Warst du heute denn überhaupt schon auf dem Server? Nein, wir müssen immer gucken, dass natürlich hier jeder die Chance bekommt, mitzuspielen. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass hier jeder gleich behandelt wird und jeder die Möglichkeit hat, einmal auf den Server zu kommen. Ich freue mich auf jeden Fall, jetzt gleich erstmal die Produktionsstätte zu platzieren. Und da kann man natürlich auch dann direkt den ersten Wechsel mitmachen, ne? Also wenn wir die Produktionsstätte platzieren, haben wir dann auch die Möglichkeit für den ersten Wechsel. Hallo Lias, moin, was habe ich verpasst? Joa, so Livestream halt, ne? Was für ein Valtra fährst du? Das hier ist ein Valtra T, ne? Wie, ist hier eine Sackgasse? Och nö. Och nö. Warum kam denn hier ein Auto raus? Hier ist ja eine Sackgasse. So, ich dachte, ich könnte hier irgendwie zu meinem Hof hoch. Weil das Problem ist, der offizielle Weg, der ist noch mit Bäumen zu. Ich glaube, da komme ich noch gar nicht rein. Ein N fahre ich sogar. Hallo Daniel, Marco, grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im Livestream. Ein N, ja, Entschuldigung Leute, ich hab nur Geld für ein N. So. Mein Silver Run Konto ist aktuell auf 119.000. Ja, die hatte ich ja auch mal. Bis ich dann angefangen habe, diese Maschinen zu kaufen. Und dann kannst du ja bei dem Platinum DLC nicht aufhören, ne? Leute, nein. Keine Sammelstücke. Ganz sind Leute, keine Sammelstücke sammeln. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sammeln hier keine Sammelstücke. Das Geld werde ich wieder abziehen. 50.000 Euro muss ich gleich auf jeden Fall nochmal abziehen. So, MK, herzlich willkommen. Ja, Kuh, Taurus, das war meine erste Wahl. Ich wollte unbedingt einen Kuh haben. Warum nicht? Irgendwas Großes braucht man ja, ne? Skildrisi, grüße dich. Vielen Dank für 160 Abos. Ach, Nils, echt? Wir können wieder den Weg fahren? Ja, perfekt. Da muss ich auf jeden Fall beim nächsten Mal dran denken. Weil ich fahre jetzt so einen kleinen Umweg, wie ihr seht. Ich fahre jetzt einmal hinten rum. Für die, die nichts zu tun haben, oben links ist ein Totholz-Mission. Ihr könnt das Totholz gerne fällen und die Baumstämme verkaufen fahren. Erst dann wird die Mission abgeschlossen. Hallo Daniel, moin. Schön, dass du da bist. Willkommen im Livestream. Melanie, volle Serveranzeigen mit Passwortanzeigen, Silver One Forest Map mit DLC. Dann dürftest du... Und 16 Spieler. Am besten. Also eigentlich sind es so 10, aber auch 16 können dir angezeigt werden. Dann dürftest du eigentlich den Server finden. Ach, es geht riesig, alles gut. Hallo Kai, guten Abend. Nee, guten Tag. Wir haben noch nicht guten Abend. Seht ihr, der Weg ist halt von Nachteil, weil er so verdammt steil ist. So, ich muss gleich dran denken, Leute, 50.000 Euro... müssen wir wegmachen. Existiert eigentlich eine Stofffabrik? Auf der Map eine Stofffabrik, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Du meinst die Stofffabrik für dieses Segelboot, ne? Okay, Nils, danke für die Info. Klar, Dresi, bist Opa.
Fahrschule Opa, ne? Schön viel trinken, Leute. Dann macht die Stimme heute auch nicht schlapp hier. Vielen, vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Ich würde sogar mitspielen, habe aber keinen PC. Wünsche mir zu Weihnachten einen von meiner Mom. Okay, Tune, dann drücke ich dir die Däumchen, dass der Weihnachtsmann das auch macht. Ich finde, Sammelstück ist fast wie Cheaten. Genau, fast. Wir nennen es mal fast. Es ist halt ein Goodie. Wer es machen will, kann es gerne machen. Ich finde es halt auf der Map schön, weil es dieses Museum gibt. Weswegen möchtest du keine Sammelstücke sammeln? Also wir können die gerne sammeln. Das ist nicht das Problem. Das Geld werde ich aber wieder abziehen. Weil das ist halt wie Cheaten. Und ich möchte eigentlich auf der Map auch wieder mal nicht cheaten. Max, schauen wir mal. Im Laufe der kommenden Woche bestimmt. Die Woche geht ja jetzt erst los. Heute ist noch Sonntag, Leute. Da war ja was, ja. Siehste, Dresi. Ich weiß manchmal mehr als du, ne? Nur auf der Map, wenn ich beim alten Säbel Bäume ins Wasser lege, dann kann ich nichts mehr machen. Es kommt, wenn man... ja, dann hat vielleicht die Map einen Fehler. Flixel, dann solltest du mal hingehen und das im Community Post, also technischen Support von Giants posten. Dann können die das vielleicht mit einem Update beheben. Du hättest erst die Sammelstücke sammeln sollen, danach das Geld weg. Das kann ich ja jetzt immer noch, Wolfgang. Ich weiß ja jetzt, okay, ein Sammelstück wurde gesammelt. Das heißt, gleich, wenn wir den Schmelzofen bauen und dann wieder auf unseren Kontostand gehen, also auf unsere offizielle Multiplayer-Map, ziehe ich 50.000 ab. Das ist gar kein Problem. So, das werde ich, also habe ich auf jeden Fall jetzt schon mal als Hintertürchen mit dabei. So, rechts oder geradeaus? Rechts. Rechts im Berg hoch, genau. Wann ist eigentlich ein Wechselzirkel? Peter, ja, was haben wir jetzt? 20 vor? Ja, 5 Minütchen so rum. 5 Minütchen, denke ich mal. Ich bin aber auf jeden Fall stolz, Leute, dass wir 400 Zuschauer sind. Das ist der Wahnsinn. Echt geil, Leute. Vielen, vielen, vielen Dank. So, nächster Berg hier. Ja gut, wie gut, dass ich bei 65% mit 22.000 Liter gesagt habe, so, das war's erstmal. Also er hat zu kämpfen, ne? Aber es sieht geil aus, ne? Hallo Matthias, grüße dich. Schön, dass du da bist. Ja gut, er ist vielleicht ein bisschen zu klein für den Bergmann. Für den IT-Runner ist es okay. Der Bergmann, ja, grenzwertig, sagt man, ne? Leon, moin, grüße dich. Noch ein Leon, schön, dass du da bist. Hallo Matthias, willkommen im Livestream. Schön, dass ihr zwei mit dabei seid. So, wir lagern jetzt erstmal hier ein. Hast du den neuen Schlafer von Manitou? Ja, der ist ja mit auf der Map drauf. Der Support ist heute sehr hart am Start. Welcher Support ist heute hart am Start? Welcher Support? Also die Jukebox hier läuft noch nicht. Hier ist der Support noch so ein bisschen am Einschlafen. Hier geht auf jeden Fall noch mehr, Leute. Die Jukebox kann ruhig mal laufen, muss ich sagen. Hallo Arno, moin. Schön, dass du da bist. So. Wiebke, was möchtest du uns mitteilen? Tu deiner Meinung offen kund, aber immer aufpassen. Was? Du kannst nicht Malz. Ja, richtig, Malz. Malzbier oder was soll ich machen? Jetzt müsste es im LS ein DLC mit Bergbau geben. Wegen der Mine oder warum? Okay, worauf beziehst du das genau? Also, Bergbau wegen der Mine, aber die Mine produziert ja automatisch, ne? So, sind die Schüttgut-Silos im DLC? Die Schüttgut-Silos. Meinst du hier diese große Halle, die wir da haben? Die weiße von Hörmann? Das ist Teil des DLCs, ja. Shadow, machen wir gerne mal, wenn wir irgendwann mal wirklich genug Geld haben. So, wenn ich das jetzt gelesen habe, die sind da unten soweit durch. Stell den jetzt mal kurz hier ab und geh dann einmal zu Fuß runter. Dann gucken wir uns das Ganze mal an, weil da kommt schon der Nächste. Dann schaue ich mal, wie das Ganze ausschaut. So, Leon, mach's gut. Ciao, ciao. Weil sie kommen da schon wieder angefahren. Zack, zack. Einer hat hier sein Gewicht vergessen. Das ist auch immer gut, wenn sie das Gewicht vergessen. So. Denn wir müssen jetzt gleich einmal kurz in den Singleplayer gehen, damit ich mit Easy Development Control das Ganze fertig machen kann. Oh, hier sind sie auch fleißig dran. Flixel, Giant Support. Oh ja.
Oh ja, der Dag, der hat hier Spaß dran. Dag, gute Leistung. Ey, geil. Fast alles weg hier. Sehr, sehr gut. Das gibt gleich gut Money. Das gibt gleich gut Geld. Okay, Leon, freue ich mich drauf. Sehr, 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 sehr schön. Müssen natürlich auch gleich ein paar Bäume wieder pflanzen. Kann ja nicht immer, oder darf ja nicht so sein, dass man immer nur abholzt. Man muss natürlich auch neue pflanzen, ne? Wir haben zwar 20.000 Bäume auf dieser Map, aber die sind manchmal schneller weg, als man gucken kann. Ich glaube, so 20 haben wir schon weggehauen. So. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Hier werden noch ein paar weggezogen. Ah, ja, ja, ja. So, aber wir sind noch nicht fertig. Wie kommen die denn darauf, dass wir fertig sind? Hier stehen noch welche. Hier stehen noch welche. Benedikt, was meinst du mit Weiterverarbeiten? Meinst du in der Produktion? Das Problem ist, Benedikt, wir haben noch nicht das Geld für so die Produktionen. So, du meinst die Weiterverarbeitung für Holzplanken oder so, ne? Dafür brauchen wir aber erstmal das nötige Kleingeld, um die Produktionen zu kaufen. So, wir legen die mal hier an den Straßenrand. Ich hoffe, die kommt gleich noch einer abholen. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Reicht das mit dem Büschen? Na, guck mal hier. Hier ist noch einer. Hier sind noch zwei. Ich weiß halt nicht, welche. Und hier, guck mal, hier müssen noch die Baumstümpfe weg. Ich weiß halt nicht, welche ich mit... Und hier ist auch noch ein Baumstumpf. Ich weiß halt nicht, welche ich mit der Baufunktion wegbekomme. Das hier reicht auf jeden Fall. Die können bleiben. So, Thomas! Thomas! Ich kann nicht rumschreien, meine Stimme ist weg. Thomas! Dankeschön! Bringe mal kurz die Jukebox zum Laufen. Dankeschön, Thomas. Mega geil von dir. Vielen, 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 vielen Dank. Thomas, so ein klein wenig verrückt bist du schon, ne? Ein klein wenig, aber du bist verrückt, ne? Vielen, vielen Dank für deinen Support. Ich kann leider nicht so krass rumschreien, wie du dir das gerne vorstellen würdest. Das funktioniert heute nicht. Aber Dankeschön dafür. Thomas, Wahnsinn. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Support. Haut mein Herzensbam raus. Danke, dass du den Kanal so unterstützt. Ne, die brauchen wir hier nicht. So, hier ist noch ein Baumstumpf, Jonas. Hier haben wir noch einen Baumstumpf. Ja. Hallo Ulrike, moinsen. Ja, der Jonas, der macht das schon. Er ist schön hier mit dem Bagger aber arbeiten. Hier der Baumstumpf muss auf jeden Fall noch weg. Und da, wo Magischer steht, ist auch noch ein Baumstumpf. Der muss auch noch weg. Zack, weg. Ich glaube, die Büsche kriege ich so weg. Und jetzt hier noch der Baumstumpf. AgrarTV, herzlich willkommen. Schön, dass du auch wieder da bist. Ja, der Junge weiß, wie man mit dem Bagger umgeht, ne? Genau, hier, macht noch den Busch hier weg. Hallo Hendrik, gut, gut, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. So, das sieht doch gut aus. Gut, Bagger kann wieder weg. Das sieht gut aus. Aber hier, ich glaube, der muss noch weg. Hallo Ulrike. Ich glaube, der... Man muss immer gucken. Ein paar kann man mit dem Zeichen wegmachen, aber nicht alle. Leon, natürlich kannst du das. Hallo Florian, grüße dich. Ein paar kann man mit dem Zeichnen wegmachen, mit dem Malen, aber nicht alle. Ein bisschen, Thomas. Nur ein klein bisschen. Thomas, vielen Dank. Das war schon wieder übertrieben. Danke für deinen Support. Mach den hier auch noch weg. Asbia, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Thomas, das war wieder ein bisschen mehr als nur ein bisschen, ne? Vielen, vielen Dank. Und mach den hier auch noch weg. Ich glaube, das dürfte aber funktionieren. So, Piggy Wolfgang sehe ich gerade. 25 Monate. Wolfgang, goldenes Krönchen für dich. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Support. Gut. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Jetzt warten wir kurz, bis er weg ist. Dann gehe ich einmal kurz in den Singleplayer, Leute. Ich werde das Ganze hier platzieren. 50.000 muss ich abziehen. Also sind wir noch
Ich muss ja jetzt auf den Kontostand achten. Dann haben wir jetzt noch, warte mal, 50.000 abziehen, minus 10.311. So. Gut, einmal kurz abspeichern. So, einmal kurz in den Singleplayer. Dann packe ich nämlich Easy Development Control mit rein, ziehe auch die 50.000 für das Sammelobjekt wieder ab und dann geht das. Schon zwei im Club der Kronen. Auf jeden Fall. Also mega, mega, mega geil. So, Spiel ist abgestürzt. Sehr gut. Das finde ich immer wieder super. Wenn du dann den Server verlässt und das Spiel stürzt ab. So. Wie findet die LS22 Platinum? Ulrike, für mich bisher das beste DLC, was erschienen ist. So, einmal kurz diese Development Control mit dabei. Und jetzt bauen wir einmal kurz den Schmelzofen. Und dann gehen wir in die Mine. Haha. Minentransport. Wir müssen mal gucken, ob wir überhaupt einen passenden Anhänger dafür haben. Es müsste ein Platinum geben. Ein Platinum-PG. Meinst du jetzt ein Platinum oder ein Platinum-PG? Was soll denn ein Platinum-PG sein? Soll irgendwo Werbetafeln sein? Das ist das Platinum für Pijoco oder was? Das wär's. Wolfgang, goldenes Krönchen für dich. Vielen Dank. Goldenes Krönchen, Leute, gibt's für alle Kanalmitglieder ab 24 Monate Treue. Daniel, mein absolutes Lieblingsspiel und Lieblingsprojekt und gehe ich auch mit am liebsten in den Livestream rein. Wir sind, Leute, vielleicht schaffen wir heute noch die 49.200. Luis, servus. Also wir müssen mal gucken, ob wir überhaupt einen Anhänger haben, um Erz zu transportieren. Könnte nämlich sein, dass wir vielleicht eine Krampemulde oder so kaufen müssen. Weil man kann ja nicht mit allem Erz transportieren, ne? So. Freunde, wir gehen mal rüber. So, erstmal F12. Machen wir mal 500.000 dazu. Damit sollten wir das eigentlich hinbekommen. Einmal in den Baumodus. Und einmal runter switchen. Wir müssen jetzt erstmal das Land begradigen. So, da ist der Shop. So, hier kommt unsere Mine, unser Schmelzofen hin. So, dafür wird jetzt erstmal eine Begradigung vorgenommen. Müssen wir mal gucken, wie weit wir die Begradigung ziehen müssen. Das kostet natürlich alles Geld, das kommt aber jetzt aus einem Wirtschaftsfonds, der uns zur Verfügung gestellt wurde von meinls.at. Dankeschön für diesen wunderschönen Wirtschaftskredit, den wir auch noch umsonst bekommen. So. Das sieht schon mal gut aus. Ja, da noch so ein bisschen. So, Dankeschön für 170 Abos, Leute. Denkt dran, Kanal auf öffentlich stellen, um auch hier gerne im Livestream angezeigt zu werden. Würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Jake M, grüß dich. Dr. Rono, moin. Cringe Kicks. Cringe Kicks. Schön, dass du mit dabei bist. Willkommen im Livestream. So, sieht das gut aus? Ne, guck mal, da ist noch Hügel, muss Hügel noch weg. Mama Hügel noch weg, kommst du? Reicht das so? Ah, das dürfte eigentlich so reichen, der will irgendwie nicht so ganz. So. Abusar Cringe-Keks, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, Produktion, Fabriken, einmal hier rüber. Dann seht ihr hier, das sind schon die neuen, ne? Platinum Expansion. Und hier ist unser Schmelzofen. Jetzt muss ich mal gucken. Da wird reingekippt. Und da wird gespawnt. Okay. Okay, und da ist Entschuldigung. Thomas, nee. So, da wird gespawnt, da wird reingekippt. Da müssen wir mal gucken, wenn wir uns den so platzieren. Ich muss gucken, dass wir den hier irgendwie so hinbekommen, dass es auch Sinn macht. Ja, so finde ich gut. So, einen Moment, einmal V drücken, dann dürfen wir überall platzieren. So, hier in die Ecke finde ich gut, dann können wir da rumfahren. So, und ich bin ja so einer, Leute, ich hab's ja gerne irgendwie auch ein bisschen realistisch. Ich baller das Ding nicht einfach hier hin und dann steht's hier. Nein, das Ganze muss auch ein bisschen schön aussehen.
Das bedeutet für uns, wir malen uns jetzt erstmal hier eine Fläche, damit man überhaupt weiß, was wo wie ist. So. Hier ist nämlich der Spawnpunkt. Hier kommen später die fertigen. Ja, ich weiß nicht, ist schön zu machen. Weil man muss dazu sagen, Leute, das sind Produktionsstätten, da fährst du sehr oft lang und hin. Guckt auch hier zum Beispiel, hier ist noch so ein kleiner Eingang. Andere würden jetzt sagen, das ist halt ein Eingang, lass ihn doch ein Eingang sein. Ja, nee, der braucht eine Verbindung hier. Und wenn ich da einen Eingang hin haben will, dann kommt da ein Eingang hin. So, jetzt mein Schmuckstück, Bäumchen. Bäume finde ich immer wichtig. Bäume sind Natur, Bäume machen das ehrlich gesagt viel schöner. Na, ich darf hier nicht, das Land gehört nicht mir, ich darf hier auf die Ecke, im Moment, dann, ja, so geht auch.
Dann schön, schön, Robert. Ja, wir gehen jetzt gleich wieder in den Multiplayer rein. Lass mich noch kurz hier die Produktionsstätte fertig machen. Und dann geht's weiter. Leon, danke schön fürs Abo. Und auch der Charlie haut ein Abo raus. Dankeschön, Charlie. Sehr, sehr nett von dir. Tee und Bäume, Bäume machen es direkt wieder ganz anders, ne? Da kannst du sagen, was du willst. Kaum hast du einen Baum platziert, sieht es direkt ganz anders aus. Nein, nein, also Bäume, die Bäume sind nicht dafür da, um sie zu fällen, ne? Hallo Florian, moin. Grüße dich. Ja, man könnte meinen, die Minen ist so ein bisschen, nein, Entschuldigung, die Produktionsstätte für das Erz ist so ein bisschen verlassen, ne? Hier so alles so zugewuchert. Aber ich find's okay so. So, einen Moment. Lasst uns hier noch ein bisschen was mit einem Zäunchen bauen. Damit auch keiner auf doofe Ideen kommt. Ah, das ist jetzt ganz schwierig hier. Warte mal, kann man den Zaun hier noch hinsetzen? Das Problem ist, wenn du Zaun am Straßenrand. Die haben das nicht so gern. Ich weiß nicht warum, aber sie haben es nicht so gern. Wenn der Zaun so nah am Straßenrand ist. Die wollen das nicht. Guck, seht ihr selbst, ne? Ich darf nicht. So, bis dahin darf ich. Das heißt, das war hier. So, ja, dann geht das nämlich auch. So. Ich find's schön. So. Ist auch gut, oder? Hühnerhof Benjamin, herzlich willkommen. Dankeschön, Fanpower Tom. Hat einer ein Problem mit Silver Force bei mir? Bleibt nach 10 Minuten das Spiel stehen. Bild eingefroren. Oh. Okay, Lord Hero. Also, das Problem hatte ich noch nicht. Hallo Jason, willkommen. Hallo David. Moin, moin, schön, dass du am Start bist. David, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Wie war dein Tag bisher? Schläfrig. Jason, dankeschön fürs Abo. So, dann kann man hier wegladen. Ja. Das sieht doch gut aus. So, wir werden zwar seltenst arbeiten, beziehungsweise hier spielen, wenn es dunkel ist. Aber ein paar Lampen. Ein paar Lampen können eigentlich nicht schaden, ne? Wir werden, wie gesagt, zwar nicht wirklich spielen, wenn es hier dunkel ist, aber. Was man hat, das hat man. So, kommen hier noch ein paar Lampen hin. Die uns den Weg leuchten könnten. Vielleicht machen wir ja doch mal eine Nachtschicht. Man weiß ja nie. So, überlappt. Überlappt nicht. Haha. Darf man nämlich überall platzieren. Wenn man einfach mal V drückt. Roland, bin ich mir das möglich? Ja, dankeschön für 180 Abos. Hallo Finn. Hallo Stefan. Hallo Ben Luca. So. Ja. Hier kommt noch ein schöner Hochsitz hin. Ist zwar auch nur ein Deko-Objekt, Leute, aber ich finde, es macht es einfach viel schöner. So. Ich würde sagen, Produktionsstätte platziert. Lass uns mal kurz gucken, ob wir hier vielleicht noch. Ja, hier noch so ein, zwei kleine Bäumchen mit dabei. So. Darf ich hier noch was platzieren? Das Problem ist hier, das Land gehört noch nicht uns. Ich möchte es jetzt aber auch nicht kaufen, um da ein Bäumchen zu platzieren. Ne, passt. So. Dann lass uns einmal kurz da runter switchen. Ich finde, das sieht gut aus. Kann man von hier reinfahren. Am besten direkt rückwärts. Anhänger kippen oder hier versuchen zu drehen. Je nachdem, wenn ihr einen Drehschimmel habt, sollte das gehen. Wird hier reingekippt, nach hier oben befördert. Da drin verarbeitet, kommt dann da unten wieder raus. Und dann habt ihr hier den Spawnpunkt der Paletten. Und kann man dann hier wegladen. Lars, eine RTX 2070. Super. Und das hier ist einfach nur alles Deko. Und hier wird dann gekauft. Gut. So. Jetzt muss ich euch fragen. Ich habe die ja jetzt platziert. Dadurch gehört die ja automatisch mir. Ich würde sie aber gerne wieder verkaufen. Geht das? Wahrscheinlich nicht. Wenn ich jetzt gleich im Multiplayer starte, ist der dann uns? Weil ich habe ihn ja jetzt im Singleplayer platziert. Dadurch gehört der automatisch uns. Hallo Jonas, das ist es, korrekt. Kannst du Platinum empfehlen? Auf jeden Fall, Peggy Flo.
guten Gewissens gerne über den Unterstützer-Link in der Videobeschreibung euch auf den PC gehen. Geht nicht, okay. Gehen tut alles. Ja, easy development, ne? Aber nicht einfach. Ach so. Okay, kann ich jetzt also nicht einfach hier... Ey, ich habe keine Ahnung. Okay, wir haben sie mal platziert. Wir lassen es einfach mal so. Okay. Falls wir sie dann doch im Besitz haben, dann haben wir halt von dem Kredit heimlich was behalten. Okay, so, jetzt. F12. Geld minus, was hatten wir jetzt gesagt? Ich muss ja jetzt wieder auf unser Geld runtergehen und dann geht es wieder in den Multiplayer rein. 10.311. Gut, oben rechts, ihr seht es, minus. Muss man das DLC noch einmal pro Monat, einmal oder nur, oder pro Monat bezahlen? Das DLC kostet dich einmalig 19,99. So, hier haben wir, ich guck mal jetzt mal kurz. Gehen wir auf die Liste aller Produktionsstätte. Weißt du, das hier? Cringe Keks, das ist das Platinum. Das ginge schon, ne? Drittes von unten. Wir gucken mal kurz was, ob wir die Bestimmung, geht aber nicht, ne? Unter dem Auto, das ist der hier. So, und jetzt haben wir hier, einen Moment, Eisenschmelzofen. Besitzer Forstbetrieb Neumann. Und da müssten wir jetzt eigentlich Besitzer NPC machen, richtig? Da, ne, das ist ja hier. Besitzer Forstbetrieb Neumann kostet 90.000. So, PPC. Das heißt, so, Produktion PPC. Eigentümer festlegen, NPC. So, und schon müssten wir es jetzt eigentlich, genau, müssten wir es kaufen. Jetzt haben wir es gemacht, Leute, also... Produktionsstätte ist platziert. Wir haben sie von unserem Forstbetrieb runtergenommen. Und jetzt heißt es im Multiplayer, Leute Geld verdienen, um uns diese hier, Dankeschön, Bro, um uns diese hier heute zu kaufen. Das ist unser Ziel für heute. Wir wollen uns heute einen Schmelzofen mal kaufen. So. Spiel verlassen. Moment, ich hatte alles richtig. Ja, minus 10.000. Passt. Okay. Dann geht's rein in den Multiplayer wieder. Mit einem Spielerwechsel natürlich. So. Zack, der wieder raus. Und los geht's, Leute. Haha. Sehr gut, haben wir die schon mal platziert? Welche Mods hast du da drin? Charlie, einfach mal dem Server beitreten wollen, dann wird dir ja automatisch angezeigt, welche Mods du eventuell noch benötigst, um hier mitzuspielen. Ich glaube, ich muss mir noch einen Wasserkocher für hier oben kaufen. Mein Tee ist fast leer. Ich brauche noch eine Teebox, ich brauche Tee und ich brauche einen Wasserkocher. Die Eisenmine produziert doch Anfang an Eisenerz. Genau, laut Höher. Vollautomatisch wird in der Mine, kann ich dir jetzt auch gerne zeigen, Eisenerz produziert. Das kannst du mit einem Radlader aufnehmen. Du kannst nicht einfach nur einen Anhänger drunter stellen. Das geht leider nicht. Sondern musst es halt mit einer Schaufel aufnehmen, umladen in einen Anhänger und dann kannst du damit, wie gesagt, auch eine Produktionsstätte betreiben. So, und dann kannst du natürlich überlegen, ob du es weiterverkaufst oder nicht. Sonst kommt da wieder so eine Spende von so einem Bekloppten, der dir eine Spende... Ein Wasserkocher, ja genau, Leute. Klar. So. Haben wir das. So, Produktionsstätten, perfekt, gehören uns jetzt nicht. Ich wollte mal gerade was gucken. Kann man eigentlich auch das Eisenerz direkt verkaufen? Oder oh, eine große Thermoskanne. Das ist auch cool. Welchen PC hast du? Wir haben einen PC halt. Hier, Eisenerz. Das kann man auch direkt
Ah ne, oh, tatsächlich. Man kann das Eisenerz. Nee, du warst schon. Das Bro. Du warst auch schon. Man kann das Eisenerz nur im Eisenschmelzofen abgeben. Okay. Gut, Leute. So. Dann gehen wir mal runter. Leute, wie gesagt, macht jetzt gerne eure Arbeit. Schaut, dass wir Geld reinbekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Matthias, guten Tag. Grüße dich. Moin, moin. Herzlich willkommen im Livestream. So. Da machen wir jetzt mal den Wechsel. Bei mir funktioniert es mit dem Harvester nicht, dass der den Baum mit diesem grünen Ring auswirft. Das habe ich jetzt schon öfters mitbekommen. Kann es vielleicht sein, dass das auf der Konsole gar nicht geht? Zumindest PS4? Das weiß ich noch nicht. XXF. Also, Farmer, ich wollte eigentlich so lange machen, wie meine Stimme mitmacht. Schauen wir mal. Bin mal gespannt, ob wir gleich schon die 500 Zuschauer knacken. Vielen Dank auf jeden Fall für 281 Däumels. Das ist sehr geil, Leute. Das geht generell nicht, kann das sein? Doch, doch. Doch, doch. Gehen tut es auf jeden Fall. Er meint diese Anmarkierung, Leute. Ich denke mal, ihr habt das ja mitbekommen. Ihr habt, wenn ihr in einem Harvester sitzt und an einen Baum ranfallt und der Harvester ist ausgeklappt, dann kommt so ein grüner Ring, dann könnt ihr B drücken und dann fährt der automatisch an den Baum ran. Also bei mir funktioniert es auf jeden Fall. So, Leute der guten Unterhaltung, wir sind wieder zurück in unserem Multiplayer. Jetzt gehe ich erstmal hin und wir holen uns mal, wir haben gar kein Geld. Ja, jetzt wollte ich eigentlich für unseren Teleskoplader mal einen Frontladeranbau holen, also eine Schaufel. Ist gar nicht drin, ne? Also ihr könnt auf jeden Fall Geld verdienen. Bin wieder da, willkommen zurück. Roland, dann hast du tatsächlich die falschen Suchbegriffe. Bei mir funktioniert das auch und ich spiele auf Xbox, okay. Also bei mir funktioniert es wie gesagt auch, ich habe es bei mir auch im Livestream schon gesehen. Es wird auf jeden Fall angezeigt. John Wick, das ist die Silver Run Forest. Muss man Flixel einfach auf der Seite gucken. Damit das klappt, muss man vereinfachte Kransteuerung anmachen. Ah, das ist schon wieder eine gute Info. Cool Hans, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. So, Leute, ab mit euch in den Wald. Wir müssen jetzt Geld verdienen. Jetzt werden erstmal hier schön die Aufträge angenommen. Baumtransport, Totholz. Das Totholz werden wir auf jeden Fall dann aufladen. Das heißt, Zuckerbro, du kommst mit mir mit, ne? Ich packe mir jetzt einen Traktor, wenn ich einen Traktor hätte. Machen wir mal Totholz, ne? Wir zwei. Wir haben da einmal Baumtransport und hier zwei. Oder wir machen erstmal Baumtransport. Dafür würde ich den hier gerne nehmen. Das geht ja auch. Warum nicht? Willst du nicht mit mir Baumtransport machen? Du sitzt halt im richtigen Gefährt. Yannick, so in einer Dreiviertelstunde ungefähr. Halbe bis Dreiviertelstunde ungefähr. So, jetzt müssen wir erstmal hier anscheinend den Transport vornehmen. Ein Moment, Spanngurte waren L. Ja gut, aber so richtig gesichert ist der hier noch nicht, ne? Ein Moment, das gibt nur Tote. Ah! Das gibt nur Tote hier, wenn ich den Arm nicht runterfahre, dann haben wir da echt ein Problem. Wie heißt das, diese Flixel Platinum? Ja, dann gib mir den. Zuckerbro, kein Problem. Krieg ich den. Dann kannst du LKW fahren, wenn du willst. Oh oh. So. Roland, der Server spielt momentan mit 10. So. Süße Hupe. Okay, Leute, wir fahren das Ganze einmal bitte rüber zu unserem Hof. Den Bagger hatten wir uns ja hier geholt, um uns hier diese Produktionsstätte zu bauen. Das haben wir jetzt erledigt. Und jetzt können wir wieder einmal zum Hof zurückfahren.
Machen wir einen schönen Schwertransport. So. Wartet, ich muss noch Tagfahrlicht hier anmachen. Wartet mal, Ne, das ist ja Fernlicht, ne? So, das ist Tagfahrlicht. Okay. So transportiert man keinen Bagger. Es geht. Normalerweise muss das Anbaugerät abmachen, damit der Arm ein bisschen tiefer kommt. Aber auch so geht es. So. Ah, schöner Innenraum, muss ich echt sagen. Also der Volvo von innen, muss ich sagen, sieht der echt schön aus. Dankeschön, Kai. Vielen, vielen, vielen Dank. Bei mir wurde der Server nicht angezeigt. Fanpower Tom, dann hast du im Regelfall leider die falschen Suchbegriffe. Wo hatte ich denn nochmal... Wo hatte ich denn nochmal einen Gang hochschalten belegt? Wo habe ich denn... Ich bin ja jetzt im sechsten Gang. Wo habe ich denn nochmal das Hochschalten gehabt? Ich muss noch mal kurz in den Einstellungen gucken. Ich weiß nicht mehr, ehrlich gesagt, wo ich das Hochschalten gemacht habe. Ich hatte ja hier die Tastaturbelegung gemacht. Hier, Kupplung. So. Ist schon wieder weg. Warum das denn? Okay. Hat der sich bei mir nicht abgespeichert? Ich hatte das doch hier. Was geht ab, Sascha? Ja, klar. Nee, Sascha, vergiss es. Zum einen Wasserkocher kaufen? Ach, mein Gott. Das war ein Witz. Ich nehme doch keinen Wasserkocher hier oben. Aufstehen muss ich dann sowieso. Ich muss doch Wasser holen. Oder soll ich noch eine Wasserleitung hinlegen? Das wäre doch eine Idee. Ich lege einfach noch eine Wasserleitung hier rüber. Klar. Warum nicht? Dankeschön, Sascha. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Support. Wir nehmen das jetzt mal nicht so ganz ernst, ne? Hallo Suchti, guten Tag. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Livestream. So. Jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Finn, du sollst arbeiten. Du sollst hier nicht rumlaufen. Kannst auch Wasser aus der Flasche nehmen. Ja, aber es war trotzdem ein Witz. Sascha, vielen, vielen Dank. Aber ich glaube, er nimmt es auch mit Humor für deinen Support. Yannick, wie du siehst, es bringt nichts auf 12 oder auf 16. Leutnant Karotte, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Willkommen Livestream. Eine Bierleitung. Ja, die ist vielleicht nicht so gut, wenn man krank ist. Ein Sixpack stilles Wasser ist auch gut zum Tee kochen. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. So. Wie gesagt, ich bin jetzt einmal gerade mit so einem Schwertransport unterwegs und versuche jetzt gerade einmal, jetzt hätte ich fast gesagt, den Wasserkocher zum Hof zu bringen. Den Bagger zum Hof zu bringen. Dann muss man noch spenden für die Wasserleitung. Ja. Die lege ich mir, klar, irgendwo, ich reiße hier irgendwo eine Wand aus, dann lege ich mir die für 1000 Euro hier rüber. Ja, klar. Ihr seid schon ein bisschen verrückt, ne? Vielen Dank, Sascha. Vielen Dank für deinen Support. Mal, herzlich willkommen. Könnte ich auch auf deinen Server kommen? Auf meinen Server kann jeder gerne kommen. Seid alle willkommen, wenn ihr Bock habt, auf jeden Fall. So, das war doch hier rechts, ne? Ja, müsste sagen, übrigens, hier ist ein Abladepunkt. Ich habe halt nur noch nicht herausgefunden, was das für ein Abladepunkt ist. Ich spiele mit Lenker Trinch, ja. G29 bin ich unterwegs. Vielen Dank, 300 Daumen sind drin. Wow. Wir brauchen ja nur noch 8 Abos, dann haben wir die 200. Leute, was geht momentan wieder ab? Kaum bringt Giants ein neues DLC raus, ist hier Eskalation auf meinem Kanal. Vielen, vielen Dank. Das ist mega geil von euch, Leute. Das ist echt mega geil. Damit hätte ich nicht gerechnet.
Super. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. So, jetzt danach haben wir Baumtransport. Ihr seht ja hier, oben rechts, ne, minus 4000 Euro Mietkosten Fahrzeuge. Das geht natürlich gut ins Geld, ne? Und das ist das Problem, was wir haben, Leute. Das kostet alles Geld und wir müssten eigentlich Geld verdienen. Wir brauchen ganz, ganz dringend Verkäufe, Leute. Wir müssen Baumstämme verkaufen, wir brauchen Geld. Ja, ich guck's mir besser nicht auf Zocker Bros, die da wieder machen. Wenn sie Chaos machen, schmeiß sie raus. Cut? Ja, Roland, ich finde diese Fragen immer lustig. Wie findest du das? Wie findest du das? Leute, ich habe ja nicht zu allen meine Meinung, aber warum sollte man sowas denn nicht gut finden? Sag mal, Waldi? Sag mal, du heißt zwar Waldi, aber was machst du hier im Wald? Ja, du wirst deinem Namen aller Ehre, ne? Waldi im Wald. Eieieiei. Menschenskinder hier. So, achso, die sind die Baumstämme am Verladen, okay. Warum hast du gesagt, dass du den Wasserkocher zum Hochbringen? Nein, das hätte ich gerade fast gedacht, weil der Sascha so ein bisschen verrückt in seinem Köbel ist. Deswegen hätte ich das jetzt gerade fast gesagt. So. Wir haben aber jetzt erstmal natürlich den Bagger zum Hof gebracht. Den wir gerade eben noch in unserem Waldgebiet genutzt. Eieieiei. Hat der keine Lenkachse? Der Anhänger hat keine Lenkachse. Dann muss ich tatsächlich ein bisschen mehr aufholen. Ja, Lars, macht einfach viel mehr Spaß, ne? Drohnenpilot, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. So, ich wollte gerade sagen, ich habe den Hof auf jeden Fall so gebaut, dass das Ganze möglich ist. Drohnenpilot, herzlich willkommen. Ja, mach mal den Wasserkocher in den LS-Hof rein. Das wär's noch, ne? So, weiß nicht, so Hofgestaltung, damit man sein Farmhaus ausrüsten kann, gibt's da noch einen Wasserkocher zu. Und Stühle und Tische. Klar. Alles kein Problem. Hallo Tick und Tack. Schön, dass ihr da seid. So, ich muss trinken, Leute. Ich muss mir direkt was zu trinken hier rausholen. Ah, ein Eistee tut es schon. Bevor der Hals trocken wird. So. Wann kommt denn eigentlich der Didi-Server? Dann, wenn es soweit ist. Dann, wenn es soweit ist, geht der Didi-Server auf jeden Fall online. Noch ist es halt nicht soweit. Wir sind noch in der Planung. Und das braucht auch seine Zeit, Leute. YouTube ist nach wie vor mein Hobby. Wenn ich Zeit habe, dann mache ich da gerne was fertig. Wo stellen wir eigentlich die Tieflader ein? Weil ich denke mal, die passen nicht hier rein, ne? Moment. Hast du überhaupt mal Zeit? Wofür? So. Ein Drohnenpilot, eigentlich so grundsätzlich eigentlich alles. Also ich finde eigentlich es weiß ich nicht, das ganze DLC hat einfach was Besonderes. Bauen die mich jetzt mit dem Tieflader hier? Nee, oder? Nee. Wollt ihr mit dem Tieflader Dings verladen? Nee, ne? Ich bräuchte eigentlich nur einen Traktor. Ich bräuchte eigentlich nur einen Traktor, weil hier oben steht ja noch ein Anhänger. So. Tick-Tack, bei mir gibt's gar nicht mehr so. Boah. Leute, zieht euch das rein. Voller Hänger Hackschnitzel. Das gibt gut Geld.
Das gibt gut Geld. Bei 50.000 Armenten baust du dir eine Wasserleitung. Das ist auch gut. So, also wie gesagt, wenn ich eigentlich noch einen Traktor hätte, dann könnte ich hier mir den IT-Runner nehmen. Wir haben 22.000 Euro Schulden. Verdammt, Leute, wir haben 22.000 Euro Schulden. Wie sieht's aus mit dem Baumtransport? Das ist gar nicht gut. Wir müssen verkaufen fahren, Leute. Ich weiß nicht, warum der schon hier oben steht. Bald kommt der Insolvenzverwalter bei dem Minusbetrag. Das hat keiner gesehen, Kai. Warum geht dein Geld ins Minus? Mietmaschinen. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass wir eigentlich nicht genug tun. Guck mal hier. Wir sind Hackschnitzer am Anhäufen bis zum Gehtnichtmehr. Let's Game, herzlich willkommen. Warte mal, Benny. Warte, ich habe eine Idee. Benny, gib mir mal... Warte mal, geht das? Das geht nicht, ne? Kann ich an den LKW den dranhängen? Nee, ne? Nö, geht nicht, kann ich dir so schon sagen. Weil das sind Phil und Zocker, Bro. Die wollen mit mir eigentlich in den Wald fahren. Nee, das geht auch nicht, kann ich euch so schon sagen. Kamara, willkommen to the stream. Nee, geht nicht. Uns fehlt echt ein Traktor. Uns fehlt ein einziger Traktor. Wenn ich den hätte, dann könnte ich hier ein bisschen was tun. Minus 7.000 Euro Mietkosten Fahrzeuge. Läuft. Wisst ihr was? Ich fahre mit dem Tieflader. Hartmut, grüße dich. Mit Autodrive kenne ich mich leider nicht aus. Ich nehme einfach den Tieflader. Dörfsinnig, herzlich willkommen. Ich nehme den Tieflader jetzt mit, die warten da auf mich. Kredit auf ist schon voll ausgeschöpft, der Kredit. Da, also kreditmäßig ist gar nichts mehr drin. Der ist vollkommen ausgelöscht. Der Kredit, den wir haben. Also da können wir echt gar nichts mehr machen. So gern ich auch würde. Leute, geht in den Wald. Leute, geht in den Wald, geht helfen. Aber lasst den Quatsch hier. Leute, ihr könnt in den Wald gehen, ihr könnt Bäume fällen. Es gibt genug zu tun, auch wenn man vielleicht keine Maschine hat oder so. Oh. Wer hat den Zaun dahingestellt? Nee, Tick und Tack werde ich nie machen. Dankeschön, Leute. 49.200. Dankeschön dafür. 49.200 Abos sind drin. Okay, es ist verdammt eng hier, aber es geht. Bro, Zocker Bro, wo soll ich hinkommen? Es funktioniert. Es ist eng, aber es funktioniert. Du gehst fast immer ins Minus. Nee. Eigentlich nicht. So, Omsi Florian, moinsen. Grüße dich, schön, dass du da bist. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo sind die? Ach, die sind da, okay. So, hallo Johnny, moin. Mir geht's gut, wie geht es dir? Schön, dass du mit dabei bist. Willkommen im verrückten Livestream. Du und Geld MLS, das geht fast immer ins Minus. Manno, das ist Mobbing am Arbeitsplatz. Hallo Finn Luca. Jano, ja, beitreten ist möglich, mitspielen kann man hier sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Leute. 49.200 Abos sind drin, 800 noch. 800 Abos noch und wir haben die 50.000.
Wir haben noch knapp 5 Wochen Zeit dafür, dann ist der Jahreswechsel angesagt. Ich bin echt gespannt, ob wir das noch schaffen. Wie gesagt, die eine Feldmission ist jetzt auch verkackt, weil bei dem Totholz wurde ein richtiger Baum gefällt. Das ist nicht schwer. Nein, Lottie, das mit dem Totholz ist nicht schwer. Sie sind markiert, die Bäume. Und sie sind halt tot. Aber das Schwierige ist, sobald man einen falschen Baum umsägt, ist die ganze Mission für den Arsch. Weil nur ein einziger Baum haut dich bei der Mission direkt ins Minus. Wir wollen das halt so nutzen, dass wir das Totholz dennoch aufladen und verkaufen fahren. Dankeschön, Chris. Herzlich willkommen. Hallo, Tim. Moin, moin. Grüße ihn raus. Schön, dass du da bist. Farmer PJ, herzlich willkommen im Livestream. So, was fehlt dir noch am LS? Eigentlich nichts, Daniel. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin eigentlich rundum glücklich. Ich nehme ja eh immer nur das, was einem zur Verfügung gestellt wird. Und wenn nicht mehr da ist, ist halt nicht mehr da. Aber ich bin wirklich mehr als nur zufrieden. So, ich muss jetzt überhaupt erstmal gucken, wo die hinfahren. Das weiß ich noch nicht so ganz. Zu irgendeiner Mission wollen die fahren. Und da brauchen die mich auf jeden Fall mit dem Tieflader. Hallo Jessica, moin. Was machst du gern? Also Eike, was ich eigentlich gar nicht gern mache, ist Forst. Aber der Les hier, das Platinum-DLC, hat mich echt dazu gebracht, hier Forst zu machen. Und ich hatte noch nie so viele Zuschauer in einem Forst-Projekt. Leute, ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid. Vielen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. So, die sind jetzt hier rechts in den Wald rein. Dann fahre ich da natürlich auch mal rein. Wir haben ja einen geländegängigen Volvo gekauft. So ist es jetzt nicht, ne? Sören, bis der Bildschirm schwarz wird. Wir haben also einen geländegängigen Volvo LKW gekauft. 6x2 Antrieb oder 6x4. 6x2, 6x4. Er sollte auf jeden Fall in den Wäldern gut zurechtkommen. So, jetzt erstmal den ganzen Weg hier geradeaus. Ach du Heilige, wo schicken die mich hier lang? Leute, ich habe einen Tieflader dran, ne? Ich fahre hier gerade mit dem Tieflader durch. Baust du irgendwann die Achterbahn auf? Klar, Lottie, ist unser Ziel. Die Achterbahn, die Bötchen, also das Segelboot zu bauen. Das ist all unser Ziel, ja? Ich muss hier ein bisschen mehr Gas geben, Leute, sonst bleibe ich hier hängen. Jawohl, jawohl, da kommt's Geld rein, Leute. So sieht's aus. So muss das auch sehen. Sehr, sehr gute Arbeit, Leute. Jetzt kommt's Geld langsam rein. Sehr, sehr gut, Leute. Da kamen die ersten 15.000 Euro. Sehr gut, Leute. Wie macht man einen Screenshot mit der Druckentaste? Boah, wo schicken die mich hier lang, ey? Die arme Federung. Das ist ja Mord und Totschlag hier. Oi. Jawohl. Die nächsten 7.000. Die nächsten 7.000 sind da, Leute. Perfekt. Perfekt. Jetzt sind wir nur noch 8.000 Euro minus. Sehr gut, Leute. So ist das richtig. Du bist komisch, ja. Das sagen so viele zu mir. Weil ich so ein bisschen bekloppt bin, ne? Sind nämlich alle ein bisschen Luna. Boah, ey, Alter. Das ist doch nicht gut für den LKW hier. Und die nächsten 2.850 Euro. Jawohl, das ist Teamplay, Leute. Jetzt geben sie richtig Gas hier. Gleich können wir uns auf jeden Fall mal eine Schaufel kaufen. So, wir sind angekommen. Let's go. Totholz muss weg, Leute. Das ist eine Totholzmission, die wir jetzt hier haben. Das wird jetzt alles auf meinen LKW stehen lassen. So, das wird jetzt alles auf meinen LKW aufgeladen und das fahre ich dann verkaufen. Cringe, wir sind doch alle ein bisschen verrückt hier. Let's go. Leute, ganz, ganz wichtig ist, damit ihr da auch Bescheid wisst, ihr habt hier diese Totholzmission. Hier ist aber ganz, ganz wichtig, bevor ihr die Mission abschließt, fahrt die Hölzer verkaufen. Fahrt sie verkaufen, denn dann kriegt ihr zusätzliches Geld. Ihr dürft nämlich hingehen und das Totholz auch noch zusätzlich verkaufen.
Das ist ganz, ganz wichtig. Das Totholz kann verkauft werden. Macht euch die Äste ab. Da kommt zwar gleich irgendwann die Meldung, Mission abgeschlossen. Dann habt ihr alles an Totholz gefunden. Aber was halt noch dazu kommt ist, wenn ihr das so lasst und das Totholz noch verkauft habt, kriegt ihr noch zusätzliches Geld. Und das finde ich ist relativ wichtig. So. Ich nehme mal den LKW hier ein bisschen auf die andere Seite. Wartet. Da ist was runtergefallen. Ein Moment. Meine Frau ist nämlich am Backen. Das hat einen Knall gegeben, aber nichts passiert. So, Jason, herzlich willkommen, moin. Grüße dich, willkommen im Livestream. So. Moin Manuela, herzlich willkommen. Wie ist das nochmal der Befehl für den Serverdaten? Fenty, Ausrufezeichen, mitspielen. So, haben wir alles an Totholz erwischt? Ne, der hier anscheinend auch noch. Ja. Der hier kommt auch noch weg. Möglichst weit unten abschneiden, Leute, je mehr Geld gibt's. Ina, alles Gute für die Familie. Was backt sie denn? Kuchen. Kuchen? Kuchen! Jawohl, hier kommen die ersten Baumstämme jetzt drauf. Wir sind hier gerade mit zwei Traktoren dran. Schade, dass man hier nicht so unterstützen kann. Wisst ihr, das wäre ganz geil, wenn man hier so eigentlich unterstützen könnte. Oder, ey, der Tieflader bräuchte eine Seilwinde. Leute, das wär's. Der Tieflader bräuchte eine Seilwinde. Das wäre doch mal richtig geil, oder? Ja, Lotyre, das muss so. Das geht schon, Lotyre. So ist es jetzt nicht. Also, ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht. Machst du die oben drüber? Sollen wir die ganz oben drüber machen, Zocker Bro? Oder willst du die nur hier vorne? Ist Abonnieren bei dir kostenlos? Abo auf YouTube ist immer kostenlos, Jessica. Selbstverständlich. Genau, ich denke mal, so ist das wesentlich besser. Ja, das sieht schon mal gut aus. Zocker Bro hängt ein bisschen an meinem Tieflader fest, würde ich sagen. So, jetzt nicht mehr. Hast du Forstkleiner, Melis? Ja, hier, mit Husqvarna. Aber ich glaube, wir sind noch ein paar zu viele auf dem Server. Ich finde, das sieht gut aus. Ich finde, das machen die sehr gut hier.
Komm her. Bitte dich hin. Ja, wenn wir hier so 5 Baumstämme drauf haben, bin ich auch voll, ne? Dankeschön, Leute. 322 Däumels. Sehr geil, Leute. Sehr geil. Vielen, vielen, vielen Dank. Dorfleben, ihr müsst nicht nur Hackschnitze machen, aber ihr könnt euch frei auf dem Server bewegen. Eike, momentan gar nichts geplant. Also ihr könnt euch gerne frei auf dem Server bewegen. Ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwie euch vorschreibe, was ihr zu tun habt, Leute. Wenn ihr irgendwie eure irgendwelche Lieblingsarbeiten oder so, könnt ihr die gerne frei ausführen. So, wenn der Zuckerbro die da vorne anpackt, hat er einen drauf. Der rollt nämlich runter. Spielst du auf PC? Nein, Niki, ich spiele auf PC. Ja, Jonax, welcome back. Leute, schön, dass ihr alle so fleißig mit dabei seid. Über 400 Zuschauer sind am Start hier. Vielen, vielen Dank. Ihr dürft euch auch nach wie vor über meinen Link gerne das DLC gönnen. Es gibt ja immer noch ein paar Leute, die sich vielleicht das DLC noch nicht gekauft haben, weil sie noch unentschlossen sind. Es ist natürlich nach wie vor möglich, meinen Unterstützer-Link zu nutzen. In der Videobeschreibung findet ihr den Link quasi zum kommenden, zu dem bereits erschienenen DLC. Servus Jonas, schön, dass du da bist. Jessica, an Weihnachten bin ich nicht mal live. Weihnachten ist für die Familie da. Was baut ihr mit dem Holz? Das Holz wird momentan erstmal verkauft. Todesmission 114 zu 10%, okay. Kriegst du das hin? Das ist der Dedi. Ja, momentan ist noch ein LS-Server. Der sitzt hier in dem, nicht dem Felix, sondern dem anderen. Wir sind auf jeden Fall gerade daran, die Baumstämme so ein bisschen zu sortieren. Der hängt halt hier jetzt ein bisschen rüber, ne? Also eigentlich müssten die die Seiten tauschen. Also eigentlich müsste einer mit einer Winde kommen und wir müssten den unteren Baumstamm mal ein bisschen vorziehen, damit die wieder gerade liegen. Ja, so leider nicht. Jetzt musst du eigentlich nur hier vordrücken. Was machst du an Silvester? Keine Ahnung, feiern. Für die Achterbahn zunächst, das siehst du, wenn du mal zur Achterbahn rüber gehst. Du kannst ja auch gerne meinen Livestream anschauen, wo ich euch das DLC präsentiert habe. Denn dort haben wir das Ganze gebaut. Leute, ich will euch schon mal was sagen. Wir haben den Tieflader vor 4 Tagen gekauft, ne? Da hatten wir 987 Abos, jetzt haben wir 209. Ihr seid der absolute Hammer, Freunde. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, Bro, so ist gut, so ist gut, so ist perfekt. So, guck mal, jetzt kann der andere direkt daneben. Genau, jetzt einfach hier noch ein bisschen rüberschieben. Hast du Easy Development und Jonas? Ja, genau. Bei dem Achterbahnbau, sorry, du schiebst sie alle wieder runter. Habe ich das Easy Development Control benutzt. Sorry, die lagen echt gut eigentlich. Du hättest da gar nicht mehr viel verändern brauchen. Aber ich schneide die mir ab, Leute. Ich habe nämlich Angst, dass sie mir runterfallen. Kürz mir die ein bisschen. Ich habe nämlich keinen Bock, dass die mir während der Fahrt hier runterfliegen.
Eben weil sie so lang sind. Boing, boing. Guck einfach so ein bisschen darüber. So, wunderbar. Du, ist doch wunderbar hier. Wann ist der nächste Wechsel zum Mitspielen? Viertelstunde ungefähr. So, hallo Felix. Grüß dich, nur noch 800 Abos. So sieht's aus, sogar nur noch 790. Sau viele Abos in 4 Tagen dazukommen. Auf jeden Fall, Daniel. Also, bin echt begeistert, Leute. Also, da muss ich auch mal vielen, vielen, vielen Dank sagen. Für euren geilen Support. So, ich kürze die direkt, damit hier nichts passiert. Ich fahre nämlich nicht mit Überlänge. Also, der Tieflader ist ja so schon... Ist ja so schon lang genug. Und wenn ich jetzt noch die Baumstämme so lang lassen würde, dann haue ich auf jeden Fall irgendwas während der Fahrt weg. Was haben wir hier, Leute? Teamplay! Jawoll! Jawoll! Das sah schon mal richtig geil aus. Das war mal Teamwork. Schade, das geht nicht. Ich hätte ihn jetzt gern da hochgehoben. Aber guck mal, er hält sie hier vorne. Und Zuckerbro versucht die jetzt anzuheben. Warte, ich fahre ein kleines Stückchen vor. So. Moin, moin, Leo, grüße dich. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Livestream. Nein, ich mache mal kurz den Spanngurt dran, okay? Nur damit der hält. Boah, Leute, das ist hier. Das ist eine Mission, Leute. Und das alles nur fürs Geld, Leute. Guck, jetzt wird hier schon mit Winden gearbeitet. Wir müssen nämlich irgendwie versuchen, die Baumstämme hier rüber zu bekommen. Das ist Teamwork, auf jeden Fall. Was geht, Julian? Dankeschön fürs Abo. Herzlich willkommen. Jawohl. Das sieht gut aus. So, ich würde sagen, die zwei noch daneben und dann fahren wir erstmal, ne? Und das ist ja hier Mission... Moment, ich muss mal kurz selber gucken. Welche Mission sind wir gerade dran? Wir sind bei der 2. Da, Totholz 2. Gut, die müssen einfach nur gefällt werden und wir fahren sie verkaufen. So, wo fahren wir denn? Was machen wir denn mit dem Holz? Momentan sind wir tatsächlich noch dabei, einfach zu verkaufen, weil wir haben natürlich noch keine Produktionsstätten. Wir fahren das Ganze hier, Containerlagerhaus. Ich glaube, da werden wir es aber nicht los, ne? Ich glaube, da ist nur mit Container abladen möglich, ne? Elm Creek wäre mit dem Zug, da müsste ich den Zug erstmal mieten, der kostet uns Geld. Danach kommt das alte Sägewerk. Okay, Marinos, grüß dich. Hallo Max, moin. So, hier liegt noch einer. Warte mal, ich packe mir mal kurz hier seine Winde. Jetzt hänge ich hier fest. Zack. Das wollte ich nicht. Sorry, warum sind die Spanngurte wieder ab? Ich habe die doch festgemacht. Achso, das war ich gar nicht. Oh, Glück gehabt.
Warum geht das jetzt nicht? Ah, jetzt geht's. Lösen. So. Jetzt habe ich den nämlich mal hier rüber gezogen. Da kann man den direkt gleich da aufladen. Altes Sägewerk. Ja, hatte ich jetzt auch überlegt. Altes Sägewerk, glaube ich, wäre ein ganz guter Verkaufspunkt. So, einen würde ich hier noch mittig draufpacken. Und dann dürfte das eigentlich reichen. Na, hier so mittig noch drauf. Kriegen wir noch einen hin. Und dann fahre ich auf jeden Fall verkaufen. Ich glaube, wir haben ja noch irgendwo hier einen LKW fahren, ne? 348 Leute, da geht mehr. Da geht mehr, was die Likes angeht. Haut ein Like raus, es kostet euch keinen müden Cent. Vielen, vielen Dank an die, die es auf jeden Fall tun. Ich würde dann... So. Hallo JM, moinsen, grüße dich. Schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Hallo Felix. Warum sind hier schon so viele Spanngurte dran? Leute, lasst die Spanngurte ab. Ich kümmere mich da schon drum. Keine Sorge. Die kommen schon direkt mit den nächsten Bäumen. Dankeschön, Felix. Mach's gut. Schön, dass du mit dabei warst. Fährst du wieder auf Schonfahrt mit zwei Achsen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und man muss den einen Baum auf jeden Fall noch rüberschieben. Währenddessen mache ich mal kurz hier die Äste weg. Hallo Tino, moinsen, grüße dich. Schön, dass du da bist, danke fürs Einschalten. Ach, Spiel hat sich aufgegangen, läuft bei dir. Da kann ich so fahren? Nee, ne? Oh, nee. Ich muss kurz Zockerbo rausschmeißen. Spiel hat sich wohl aufgehangen. Boah, ich würde es eigentlich nicht mit der Salbe... Ey, dein Ernst jetzt? Mann! Hallo Jakob, moin! Grüße dich. Schön, dass du da bist, Jakobs. Warte, es gibt da auch eine Kranansicht, ne? So.
Einer muss mal den Spanngurt da öffnen. Sonst wird das nix. Der Spanngurt muss auf. Moin, Firefox. Herzlich willkommen. Der eine Spanngurt links muss geöffnet werden. Sonst kriege ich den natürlich nicht rübergehoben. Aber nur den einen, Leute. Sonst fliegt hier alles wieder runter. Dann haben wir ein Problem. Tino ist für die kommende Woche auch mal wieder geplant. Keine Sorge. Kriegen wir schon irgendwie hin. Hallo Julian, dankeschön fürs Abo, falls ich noch nicht Danke gesagt habe. Ist das der LS22? Ja, Jakob. Da hinten der Spanngurt, der müsste einmal gelöst werden. Oder alle müssen gelöst werden, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Ne, alle müssen gelöst werden. Warum will er gerade nicht, dass ich die Spanngurte hier wegmache? Hallo. Er mag mich nicht mehr. Ah, warte, ich setze mich kurz rein. So. So sieht's gut aus. So, Olivette, herzlich willkommen. Direkt Abo erstmal. Christoph, vielen Dank fürs Abo. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. Ich trinke nie wieder ein Liter Spezi auf einmal. Nee, Hendrik, das sollte man auch nicht tun. Spielst du LS19 Premium Edition? Nein, Tino, wir spielen LS22 Platinum Edition. Muss wohl auf Phil warten. Also die zwei kriegen wir jetzt auch noch drauf, aber ich glaube, dann ist Feierabend. Ich glaube, dann ist tatsächlich hier Feierabend. Ich glaube nämlich, eigentlich ist der Tieflader für sowas hier. Für sowas hier, in dem Zuge so eigentlich. Gar nicht geeignet. Moment, das da muss weg. So Leute, dann fahren wir mal unseren Monster-Transport. Sollen wir noch mehr fahren? Da gehen noch ein paar drauf. Gut, dann laden wir noch ein paar. Leute, gar kein Problem. Ich mache aber mal kurz zur Sicherheit einen Spanngurt dran. Dann ballern wir da mal noch welche drauf, Leute. Wir brauchen noch ein paar Totholzbäume. Hier müssten eigentlich noch ein paar versteckt sein. Ah, hier liegen sie ja schon. Die liegen sogar schon bereit. Gut, Leute, dann packen wir da noch ein paar drauf. Geile Kiste hier, Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen beim Forstunternehmen Neumann. Ein klein bisschen verrückt sind wir schon, ja. Wir brauchen aber Geld, Leute. Wir brauchen einfach Geld. Ich weiß auch gar nicht, was die Spieler alle am Machen sind. Natürlich hoffe ich. Ja, guck mal, die meisten tummeln sich hier. Aber hier sind ja auch noch Missionen zu machen. Da haben wir noch eine Transportmission. Der coole Moinsen. Schön, dass du da bist. Also eigentlich ist genug Arbeit da, muss ich sagen. Ich sehe jetzt hier... Eigentlich könnten wir so unser Plus machen, ne? Zu wie viel Prozent haben wir sie denn abgeschlossen, die Mission? 71, da sind noch 7 Bäume. Im angesprochenen Gebiet müssten noch 7 Totholzbäume stehen. Hallo Felix, moinsen. Ganz okay, Felix.
Bisschen habe ich noch zu kämpfen, aber ansonsten geht's mir gut. Danke der Nachfrage. Hier liegt schon einer. Ja, hier liegen sogar noch zwei. Wie weit man die Seilwinde ziehen kann, sonst würde ich mir einfach die Seilwinde packen und den schon mal ranziehen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie weit man die ziehen kann, habe ich noch nicht ausprobiert. So, der hier gehört noch dazu. So, und der hier, ja natürlich auch noch. So, 96. Ein Baum müsste es noch sein. Wir brauchen echt diesen Mod-Fahrzeugschlüssel. Mach auch die großen Giefern weg. Kraddel, das hier ist eine Mission. Das ist eine Mission, Kraddel. Hier müssen wir nur das Totholz abtransportieren. Leute, ist ganz einfach. Der LKW bleibt stehen. Habe ich schon gesagt, dass ich gleich den Transport machen werde. So. Ein Baum müssen wir noch finden. Irgendwo muss noch ein Totholzbaum sein. Ich würde jetzt erstmal gucken, wie weit ich die Seilwinde ziehen darf. Ne, da kriege ich Ärger mit Zuckerrohr, wenn ich das jetzt hier mache, eine ganz falsche Position. Wenn ich die jetzt ziehe. Sehr gut. Hallo Andy, moin. Ey, alles gut, Kraddel, alles gut. Ich stell den mal kurz auf die andere Seite. Ich würde nämlich gerne den Baum da unten schon mal ranziehen. So. Mal, der Server ist aber auf jeden Fall da. Den siehst du, 218 Abos, Leute. Dankeschön dafür. Ich weiß halt auch nicht, was Peggy Fent da mit dem Hacker macht. Den brauchen wir ja hier gar nicht. Alexander, moinsen, grüße dich. Mal gucken, wie weit die reicht. Darf ich bis hier runter? Oh! Schade. Da wurde schon wieder der falsche Baum gesägt. Das gibt schon wieder Minuspunkte. Moin, Crazy Chaos. Und der nächste falsche Baum. So, jetzt habe ich die Schnauze voll. Wir machen einen Wechsel. Let's go, Leute. Wechsel, Schnüss voll. Keine Ahnung, wer die ganze Zeit falsche Bäume umsägt. Tschüss.
So. Ein Wechsel. Luke, der Baumeister, ist Admin bei uns. Hier. Ich verstehe. Leute, was wollen die hier? Wir machen keinen Hackstütze, Leute. Fahrt gerne zu den Missionen. Wir haben zwei Missionen noch separat laufen. Hier ist noch Totholz. Da steht auch schon der LKW. Na, hier müsst ihr nur... Ihr könnt die ja klein sägen und mit der Hand aufladen. So, ich muss mal kurz hier was ändern. Das sind einfach... Entschuldigung, wenn ich gerade ablehnen muss. Es sind einfach zu viele Spieler. So, 8 reichen erstmal. Also, ihr könnt hier die Holzer so klein machen, dass ihr die gerne mit der Hand aufladen könnt. Oliver, moinsen, grüß dich. Die Chance habt ihr ja auch. Ja, aber The Last Banner, es ist trotzdem zusätzliches Geld. So musst du das sehen. Es ist ja trotzdem also es ist eine zusätzliche Einnahmequelle, die man für die Mission nutzen kann. Deswegen, man sollte die Option mitnehmen, dass ihr müsst ja für die Mission das Totholz nur absägen. Dann habt ihr die Mission quasi geschafft. Ihr könnt aber auch hingehen und das Totholz zusätzlich noch verkaufen. Ich weiß, sonderlich viel Geld kriegt ihr dafür nicht. So, und hier ist noch ein Baumtransport. Könnt ihr auch noch machen. Ja, also Hacker und so brauchen wir momentan nicht. Die können gerne weg. So. Je kürzer das Salz, desto niedriger der Preis. Ich weiß, Simon, ich weiß. Hallo Noah, grüß dich. Wir haben aber halt momentan noch nicht die passenden Maschinen und wir kommen nicht ins Plus. Und das ist unser Problem. Ich wollte eigentlich unbedingt heute die Mine in Angriff nehmen, dass wir damit mal unser Geld machen. Die erste Produktionsstätte. Nadine, fast jeder Livestream ist Multiplayer. Also eigentlich 95% meiner Livestreams sind im Multiplayer. Da kannst du dann sehr gerne mitspielen, natürlich. So, wie war das? Dann könnt ihr auch mal ein bisschen mit der Seilwinde gucken. Muss ich kurz warten, bis er da runterfährt? Oder geht das trotzdem? Ich sollte kurz warten, sonst kriege ich Ärger. Wenn du kurz wartest, Bro, dann ziehe ich mir die neben den LKW. Ich finde den Server nicht, wo ich alles richtig mache. Nee, Daniel, dann ist da doch noch irgendwas falsch. Z. So. Bisschen überladen ist er aber schon, ne? Wenn ich mir das hier mal so angucke, was hier alles jetzt schon drauf ist, Leute, sind nicht gerade wenig Hölzer, ne? Die wollen auch nicht alle so, wie man sich das eigentlich vorstellt. Gut, ist aber selbstverständlich, ne? Je mehr Kleinholz,
desto schlimmer wird das hier eigentlich. Aber es geht noch. Ich muss sagen, es geht noch. Bisschen umsortieren. Und dann klappt das schon. So. Ja, so ist gut. Leute, was geht? Ey, 390 Likes. Machen wir jetzt gleich, Manuela. Das ist Platinum Edition, ja. Wahnsinn. Genau, Falschgeldzimmer. Wir spielen die Silver Run Forest mit unserem neuen Forstprojekt. Die machen dich arm mit den falschen Bäumen. Genau, deswegen, dann wird gnadenlos durchgewechselt. Bald, wie gesagt, geht der Daily-Server online und dann wird eh von allen kontrolliert. Wo sind die Bäume? Ach, hast du die schon aufgeladen? Ach, da hängen sie. Du meinst, so kann ich fahren? Und wieder den Falten. Leute. Haben schon wieder den falschen Baum abgesägt. Die haben schon wieder den falschen Baum abgesägt. Also der hier, der hängt ein bisschen gefährlich. Der macht mir ein bisschen Angst hier, der. Der macht mir echt ein bisschen Angst. So, sie haben auf jeden Fall jetzt den letzten Totholzbaum. Ich fahre die jetzt verkaufen. Lass mich die doch jetzt wegfahren. Alter, das kippt hier gleich alles um. Die haben eigentlich gar keine Rechte. Guck. Das können nur ich, Zockerbro und Linus. Die anderen haben ja gar keine Rechte. Moin, Seedorf. Herzlich willkommen. Gleiter mag ich aber ein Audiotechniker AT2020. Lass los. So, weg damit, Leute. Abfahrt. Leute, das wird Maus, das wird Mord und Totschlag. Das kann ich euch jetzt schon sagen hier. Das wird Mord und Totschlag. Das wird Mord und Totschlag. So, wir fahren ins alte Sägewerk. Es gibt Tote hier. Ich fahr dann mal, ne? Auf geht's ins Sägewerk. Ich guck besser nicht in meinen Spiegel. Das macht mir nur noch mehr Angst. Die können währenddessen schon mal die letzten Bäume hier zusammen schmeißen, die hier übrigens auch gerade im Weg liegen. So. Eieieiei. So, altes Sägewerk war geradeaus, meine ich. Und dann da oben an der Hauptstraße rechts. Okay. Dorfkind, herzlich willkommen. Da sieht man momentan nicht. Team ist eigentlich soweit jetzt voll, muss ich sagen. Kann man mit der Seilwinde auf Fahrzeuge anhängen? Leider nicht, Nadine. Die Seilwinde ist nur dafür gebaut, dass sie auf, ja, auf Hölzer reagiert, ne? Hallo Jason, moin. Ja, mach das, Zocker Bro. Wie lange machst du noch, Max? Schauen wir mal. Es geht noch, es geht noch. So. Mael, hier wird keine Werbung für irgendeinen Server gemacht. Dankeschön. So, jetzt hier vorne rechts und dann, zack, der nächste Baum wurde falsch.
Kriegen die das echt nicht gebacken mit den Missionen? Warum kriegen die das nicht mit der Mission hin? Daniel, wir sind seit 13 Uhr schon wieder live. 13 Uhr ging der Livestream los. Vielen Dank für 220 Abos, Leute. Ihr seid Wahnsinn, was hier momentan los ist. Vielen, vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Sehr geil von euch. Ich bin jetzt mal gespannt, was wir dafür noch bekommen. Wir müssen ja irgendwie mal ins Plus kommen, ne? Irgendwie müssen wir ja mal ins Plus kommen, so langsam. So, wir kommen jetzt eigentlich automatisch am alten Sägewerk vorbei. Ich würde es gerne bei den Containern verkaufen, das geht aber leider nicht. Nadine, danke schön für dein Abo. Genau, Andy, die gucken leider nicht auf die Markierungen, das ist das Problem. Die achten leider nicht auf... Die Tothölzer sind ja markiert, Leute. Es gibt ja extra in einem Platinum-DLC eine sogenannte Baummarkierung. Und da ist ja genau beschrieben, was der Baum eigentlich dann... Also, was die Markierung bedeutet. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Nee, mit den falschen Bäumen gehen wir nur noch mehr ins Minus. Und das ärgert mich gerade so ein bisschen. Dass die es tatsächlich nicht hinbekommen, die richtigen Bäume umzufällen. Kann ich jetzt hier verkaufen? Nee, ne? Weil das hier ist ja Containerplatz. Kann man hier jetzt nur Container verkaufen, oder? Hier kann man nur Container, ne? Da gehen nur Container, ja. Ich muss die ins Wasser schmeißen, ne? Das habe ich mir schon fast gedacht, weil das ist ja für die Container, ne? Fahren wir mal hinten rüber zum Wasser. Ich bin mal gespannt, was es jetzt geht. Also ich rechne mit pro Baum mindestens 2000 Euro. Sonst hat sich die ganze Arbeit echt nicht gelohnt. Also 2000 pro Baum sollten mindestens drin sein. Bin ich der Meinung. Ich hoffe es mal zumindest. Totholz bringt nichts. Echt? Nicht mal 2000? Das darf eigentlich keinem erzählen, ne? Kostet ja mehr Sprit hier. Ja, und jetzt? Ja. Freunde der Nacht, wo ist der Trigger? Ja. Falsche Seite, ne? Musst du kaufen? Ja, Moment mal, wo haben denn die anderen die Bäume verkauft? Wo haben denn die anderen die Bäume verkauft? Ich glaube, der Krattel will uns was zeigen. Die anderen haben da auch die Bäume hier hingebracht. Das war die Produktionsstätte. Irgendwo muss hier ein Verkaufspunkt sein, wo man auch so verkaufen kann. Ja, der eine Baumstamm hängt da so ein bisschen doof. Ja, jetzt gleich ist vorbei. Jetzt gleich. Ich fahre wieder auf zwei Achsen, Leute. Materialschonend. Nee, Kraddel, da hinten geht auch nicht. Da hinten geht auch nicht, Kraddel. Da hinten, das ist für die Container. Weil normalerweise ist das so, Leute. Ihr habt hier ein Menü. Holz. Das alte Sägewerk nimmt die für 3000 an. Und das ist das Sägewerk.
Ja, warte doch. Ich will auch gar nicht da drüber. Du musst zum Haus gehen, wenn der LKW im Wasser steht. Ein Moment. Holz ins Wasser und ab zum kleinen Haus am Wasser laufen. Mann, ihr seid schon eine tolle Community, dass ihr mir da so helft. Ich habe das noch nie benutzt. Tut mir echt leid, Leute, dass ich da so ein bisschen auf doof tue. Ich habe es so noch nie benutzt. Aber da ist der Verkaufspunkt, ne? Ah, da. Also kann ich doch eigentlich auch hier reinfahren, ne? Wir versuchen es jetzt einfach noch einmal. Hallo Reform, grüß dich. So, wir fahren noch mal zum See. Ah, okay. Ja gut, das ist ja immer anders, Leute. Es ist ja wirklich so, es ist grundsätzlich immer anders, als wie man denkt, ne? Was? Das ist ein Witz. 24 Euro? So viel hat meine Currywurst an der Pommes und eine Pommes an der Tankstelle gekostet. Das ist doch jetzt ein Witz. Ich kündige. 24 Euro. Leute, dafür habe ich für die Currywurst da schon ausgegeben. €24, die Arbeit machen wir uns gar nicht mehr. Dann schließe ich die Mission lieber so ab. Zack, minus 42.000 Euro, weil man die falschen Bäume fällt. Jawohl, läuft. Moin Moin Christoph, schön, dass du da bist. Schön. Totholz bringt nichts, 24 Euro und dadurch, dass natürlich so ein paar Profis hier, ich nenne sie jetzt mal die Profis, falsches Holz abgesägt haben, falsche Bäume gefällt haben, haben jetzt einfach mal 40.000 Euro Miese gemacht. Das ist schön, ne? 40.000 Euro Miese für Missionen. Läuft bei uns auf jeden Fall. Humor, grüß dich. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja. Da müssen wir uns natürlich noch ein bisschen was überlegen. Ja. Gamer Pasto, moin. Wir wechseln gleich wieder durch. Dann kannst du gerne joinen. Ja, das ist auf jeden Fall nicht gut angesehen, was wir gerade gemacht haben. 24 Euro. Das ist eigentlich nichts. Und dann, wie gesagt, wurde noch das falsche Holz abgesägt. Und dadurch haben wir jetzt auch noch miese gemacht. Apparenti, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, Cheng. Dann fahr doch auch. Fährt wieder ein Panzer hier. Cheng, da fährt ein Panzer dran vorbei, da ist da noch Platz. Heieieiei, verdammt, Leute. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Also, wie gesagt, bei Totholz, ihr müsst echt darauf achten, Leute, dass ihr nicht aus Versehen die falschen Bäume absägt, weil das kostet uns echt viel Geld. Muss man leider sagen, wie es ist. Das kostet uns leider verdammt viel Geld. Da müsst ihr echt drauf achten, bei den Totholzmissionen wirklich nur die richtigen Bäume abzusägen. Wir machen jetzt hier den Baumtransport. Wir müssten hier eigentlich schon irgendwo bereit liegen. Wo liegen denn hier die Bäume schon bereit? Liegen die hier schon irgendwo bereit?
Ja, Cringe. Wir haben die zwei Missionen abgeschlossen, aber leider haben ja viele Leute die falschen Bäume abgesägt und dadurch 24.000 Euro minus. Oder 30.000 minus gemacht. Ach so, der Daniel hat die schon. Okay. So. Okay. Ist natürlich irgendwie doof, ne? 24 Euro für Totholz. Ja, da fragt man sich jetzt wirklich, ist das in Real Life auch so schlimm? Jason, das kommt von alleine. Du musst aber die vereinfachte Kransteuerung aktivieren. Und dann hast du das. Gut, Leute, dann... Ja. Was machen wir jetzt? Turtle Bro, wir brauchen Geld, ne? Also Totholztransport, kann ich euch sagen, lohnt sich auf jeden Fall nicht. Ich glaube, da wird es sich vielleicht eher lohnen, sogar noch Hackschnitzel zu machen. Problem ist aber jetzt auf jeden Fall, dass wir Geld brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt Geld. Wir brauchen auf jeden Fall Geld, Leute. Sonst wird das nichts. Dann können wir hier bald wirklich Insolvenz anmelden. Dann ist hier schon mit dem Betrieb vorbei, bevor wir überhaupt richtig angefangen haben. Hast nicht euer Holz wieder auch schon weg? Wurde soweit schon verkauft. Die wurde schon soweit verkauft, die Miete. Das ist alles soweit schon vorbereitet. Totholz hält nicht mehr. Ja, Maurice, moin. Wir gehen jetzt bei uns in den Wald rein. Dann machen wir den Wald da jetzt weg. Dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir weiterhin an Geld rankommen. Aber vor allem ganz, 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 ganz schnell. Also die eine Mission wird da jetzt abgeschlossen. Das ist schon mal gut. Ich glaube, dann würde ich einmal die Nacht überspringen, damit da ein paar neue Missionen kommen. Ich denke mal, damit kriegen wir auch noch ein bisschen Geld gemacht. Dann schauen wir mal weiter auf jeden Fall. Minus 53.000, das ist ein großes F. Ein großes F, ja. Maschinen verkaufen, ja klar. Wir verkaufen unseren Fuhrpark. Den wir uns gerade erst gekauft haben. Das wäre ja auch Quatsch. Einen Fuhrpark zu verkaufen, den wir gerade erst gekauft haben, das macht ja keinen Sinn. Ich wollte unbedingt unseren Schmelzofen in Betrieb nehmen. Ich frage mich gerade, was Dani hier am machen ist. Außer, dass er gegen die Wand gefahren ist. Wie schaltest du die Gruppen mit Shifter? Jonas, mit dem Shifter die Gruppen mit Plus und Minus gehe ich in die Gruppen. Warum nur 8 Spieler gerne passt du? Weil für mehr hier nicht zu tun ist. Klaas Knoblauch, du warst auch schon lange nicht mehr da. Besorgt denen einen Container samt Tieflader. Ein Container. Man muss rückwärts fahren, Zocker Bro. Nicht vorwärts. Nee, Sammelstücke, Kradl ist eigentlich nicht unser Ziel. Sammelstücke ist für mich eigentlich wie Cheaten.
Apparently. Das kommt so nach Lust, Zeit und Laune. Klaas, du mal. Okay, ich war 4 Monate lang nicht. Leute, was macht ihr? Tim ist schlecht. Ich war tatsächlich 4 Monate nicht live, aber das ist schon 2 Monate wieder her. Ich frage jetzt nicht, was Tim da unten macht, ne? Ist immer gut. Ich glaube, das gibt keinen 24DD-Server. Ne, wenn ich das Chaos hier sehe, besser nicht, ne? Hallo Ben, moin. So, 5000 Euro für eine Mission. Jetzt würde ich eigentlich gerne die Nacht vorspulen. Dann sind wir aber bestimmt 100.000 Euro in den Miesen. Wenn wir jetzt eine Nacht vorspulen, das ist, glaube ich, oder wäre, glaube ich, nicht so gut. Ich würde gerne das Hackschnitzel verkaufen. Wir haben aber leider keine Schaufel, um das aufzuladen. Und solange ich halt im Minus bin, kann ich auch keine Schaufel dazu kaufen. Na, ich würde eigentlich gerne eine Schaufel für den Teleskoplader kaufen. Dann hätte man auf jeden Fall hier schon mal Hackschnitzel verkaufen können. Ihr könnt noch Hexen Hackschnitzel verkaufen, die in die Anhänger sind. Ja, das sollten wir jetzt, glaube ich, auch auf jeden Fall mal tun. Und auf jeden Fall Hackschnitzel verkaufen, was jetzt in die Hänger geladen wird. Da musst du ein Fahrzeug für 42.000 verkaufen. Den kann ich nicht. Schau mal, ey, das meiste ist auf Miete, auf Pump. Ich könnte einen LKW für 119.000 Euro verkaufen, dann haben wir aber keinen Tiefladertransport mehr. Ja, ich könnte die zwei Sachen weggeben, ja, dann haben wir wieder 100.000 Euro plus. Das Problem ist aber, dann können wir nichts transportieren. Wisst ihr mal, was ich versuche? Wir haben doch hier oben. Ich kann den doch hier nehmen, oder? Ich kann den doch hier nehmen. Ich klaue mir den jetzt einfach mal. Ich leih mir den mal kurz aus. So. Ich war eine Stunde weg, wieder da, minus 20.000. Ja, so läuft das ungefähr momentan. Dann nehmen wir uns einfach das Teil hier. Ich klaue mir den jetzt einfach mal kurz. Wir fahren jetzt mal Hackschnitzel verkaufen. Ich will nur kurz ins Plus kommen. Du kannst auch den Bagger verkaufen. Ist das deiner? Nee, der ist standardmäßig auf der Map verbaut. Den Bagger verkaufen. Ja, aber das ist ja auch unser Mulcher. Ich kann beim alten Segment nichts verkaufen. Doch, Flixel, ab in den See damit und dann an das Ausrufezeichen laufen. So, wo muss ich hin? Wo bin ich überhaupt? Geradeaus, ne? Geradeaus und dann da vorne links.
Dann bin ich, glaube ich, schon richtig. Der Bagger ist gemietet. Noch schlimmer. Arno, moin. Ich weiß, Andi. Das durfte ich nur leider nicht auskippen, weil es nicht mein Land war. Das muss ich jetzt gleich auf dem Hof auskippen. Die Sachen für den Bagger. Ja, den Tieflader und so, aber wir wollen ja auch einen Transport machen, wie du siehst. Also brauchen tun wir den schon. Pascal ist gerade mit dem Auto unterwegs. Auch gut. Auch gut, ey. So, jetzt muss ich hier über die kleine Brücke, ne? Ja. Muss ich aber jetzt... Achso, oh, ich bin ja unten. Moment. Muss ich mal kurz hier hochfahren. Vorsicht. Tune King, das Erz wollen wir eigentlich gar nicht transportieren. Das Problem ist, ich durfte die Schaufel jetzt nicht auskippen. Themen, die verkaufen wir nicht. Wir müssen auch Bäume pflanzen. Wir können ja nicht nur Bäume schneiden, wir müssen sie auch wieder pflanzen. Seedorf, ja, so ein kleinen Lader hier. So ein kleinen Volvo, ja, Radlader. Arbeitet eigentlich in der Mine. Haben wir uns jetzt mal kurz ausgeliehen. Damit fahre ich jetzt erstmal kurz auf den Hof. Und dann werden wir da mal das Hackschnitzel verladen. Was steht da vorne? Gelbes. Auch noch anscheinend irgendein Radlader. Das ist auch gut. Geht nicht. Laufe. Steht der Anhänger im Wasser? Flixel, das ist ganz, ganz wichtig. Der Hänger muss im Wasser drin stehen, ne? Und dann kannst du da verkaufen. Wir haben es ja auch erst nicht hinbekommen und dann doch gefunden. Genau, Wolfgamer Elgato macht's möglich. Bernhard, herzlich willkommen, das ist die Silver and Forest. Die Pflanzmaschine bringt 50.000. Ja, aber wir müssen doch auch Bäume pflanzen. Das ist doch eigentlich ganz einfach erklärt. Wir können doch nicht immer weiter abholzen und uns dann irgendwann wundern, oh, jetzt machen wir ja gar kein Geld mehr. Man muss ja das Geld auch erwirtschaften. Ja. So, zack, die nächsten 8.000 Euro für Mietkosten. Gar nicht gut. Ich glaube, ich muss einen Insolvenzverwalter anrufen. Ja, der Kipper ist auch unterwegs. Full HD, Jonas. Wir kriegen das irgendwie hin, Leute. Immer noch 370 Zuschauer. Das ist der Wahnsinn. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank. Also ich glaube, wir werden es auf jeden Fall heute nicht schaffen, die Erzmine, also die Produktion von Erz in Angriff zu nehmen. Kannst du gerne machen, Andy. Kannst du die Pflanzmaschine nicht mieten, wenn du sie brauchst? Das kommt billiger. Hatte ich jetzt auch überlegt. Ja, oh, Bernhard Neumann, sehr geil. Schön, dass du da bist. Belad mal bitte den Zug. Wenn wir das Geld hätten, würden wir es gerne machen. Der Zug kostet aber Miete. Und das Geld dafür haben wir leider momentan nicht. So, jetzt hier vorne rechts und dann links und dann sind wir da. Der Anhänger ist im Wasser. Spanngurte abgemacht. Danke für 430 Daumen, Leute. Sehr geil. So. Flickel, und du bist auch am alten Sägewerk, ne? Boah, mir ist warm, ey. Ich bin am Schwitzen hier. Aber es soll ja ganz gut sein. Man soll ja die Krankheit ausschwitzen, ne? Schade ist, dass man das Erz nicht so verkaufen kann. Dann weiß ich es leider nicht, Flixel. Schade, dass man das Erz nicht so verkaufen kann. Das wäre eigentlich ganz geil, ne? Wenn man das Erz so verkaufen könnte. Den Seilkran braucht ihr. Welchen Seilkran? Wisst ihr, dann würde ich einfach mich in die Mine oben stellen und einfach die ganze Zeit Erz aufladen und verkaufen fahren. Aber das geht leider nicht. Man kann es zwar in die Produktionsstätte bringen, aber die muss man ja vorher kaufen, damit dann dort Edelmetalle produziert werden.
Oder Metall in dem Sinne. Das geht ja leider nicht einfach so. Wir gucken jetzt mal, ich gucke jetzt gleich mal in die Mietliste, beziehungsweise in die Kaufliste. Schauen wir mal. Er meint die Seilwinde, ja, die brauchen wir auch. Wir machen ja viel Forst. Tuning King, natürlich konnte ich die Schaufel nicht auskippen, weil da oben das Land nicht mir gehört. Dann geht das ja natürlich nicht. Du kannst das ja nur auf einen Anhänger kippen. Oder auf einen Anhänger umladen. Die Schaufel war aber leider schon voll. Was hätte für dich mehr Prio? Ein zweiter Monitor oder ein Lenkrad? Kommt drauf an, was du machen möchtest. Also wenn es nur zum Zocken ist, würde ich glaube, das Lenkrad priorisieren. So, hier werden jetzt Mammutbäume abtransportiert, Leute. FS Gameplay, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Achtung, Tim der Engländer ist unterwegs. Ja, Tim, sehr gut. Klar. Sie geben sich auf jeden Fall alle Mühe. Also ihr könnt auf jeden Fall gerne Hackschnitzel, da braucht ihr auch gar nicht viel für. Ihr braucht nur den Hacker und eure Kettensäge. Da könnt ihr ja alles so mit der Hand klein machen. Wollte ich euch nur einmal mitteilen. Moin, was macht ihr? Was macht der Rücken? Moin, Sabine, Rücken. Ja, heute muss ich sagen, ganz gut. Maximilian, Dankeschön fürs Abo. So, da hätte ich gerne den Anhänger hin. Andi, da absetzen, so wie meine Schaufel steht. Dankeschön. So. Mm-mm. Nicht auskippen. Auch nicht da. Na gut. Ja, ist doch... Ich versteh's manchmal nicht. Es tut mir echt leid, wenn ich mich da so aufregen muss. Jetzt habe ich auf meinen Tisch geklopft und meine Festplatte rausgeschmissen. Da fällt mir manchmal nichts zu ein. So, lass uns mal kurz in den Shop gucken. Zum Verkauf. Steht der LKW. 120.000 Euro. Und dann wäre auch der Tieflader weg. Weil die hier brauchen wir. Das brauchen wir auf jeden Fall auch. Ja, die Setzmaschinen. Da könnte man tatsächlich überlegen, ob man die sich nur kauft. Jetzt setzt er den da hinten hin. Am Arsch der Welt. Na gut, muss ich halt so ein bisschen mehr fahren. Vielen Dank, Leute. 230 Abos sind drin. Vielen Dank dafür. Und den Telelader und dafür einen billigeren kaufen. Den Elektro-Telelader, der weg? Und dafür dann einen billigeren kaufen? Okay. Oder gar keinen mehr. Gibt es einen Unterschied zwischen dem G29 und G29? Jo, G29 ist noch zusätzlich für PlayStation, G29 für Xbox. Na, also wenn du das G29 holst, aber nicht darauf ausgelegt bist, auf Konsole zu spielen, dann hol dir das günstigere. Ja, natürlich FS Gameplay, das geht. Nils, weiß ich noch nicht. Schau mal. Kann ich hier so noch gar nicht sagen.
an die da verkaufen, wo es das meiste Geld für gibt. Ohne dass wir jetzt zum Beispiel einen Zug mieten müssten. Aber guck mal, auch der Holztransporter steht da. Warum steht der da? Ich dachte, der wird mit Holz verladen. Synix, es gibt nur ein G29. Und die Logitech-Lenker sind grundsätzlich auch für PC geeignet. Macht das LS22? Tuning King, von der externen Seite. Jakob, wenn du die Maschinen sehen möchtest, dann schau dir mal den vorletzten Livestream zum Platinum-DLC an. Da habe ich alles präsentiert, was du sehen möchtest. Alcatraz, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Gut, der Radlader hier an sich ist umsonst. Das ist was Schönes, aber das Ding kann nur 1000 Liter laden. Genau, Sings, beide Varianten sind für PC geeignet. Deswegen, das ist grundsätzlich erstmal egal. Tuning King weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mir wurden die Mods wieder zur Verfügung gestellt von meinen Moderatoren. FS Gameplay, muss halt dran denken, zeigt dir volle Server an, zeigt dir Server mit Passwort an, mit DLC. Das sind so die besonderen Einstellungen, sage ich mal. Michel Wopper, Mods sind alles Modder-Mods. Sind also frei zum Runterladen verfügbar. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so dermaßen ins Minus gehen. Ganz ehrlich, Leute, habe ich nicht mit gerechnet. So, wir wechseln jetzt auf jeden Fall nochmal kurz durch, bevor wir nämlich gleich offline gehen. Die Leute haben ja schon wieder fleißig mitgespielt. Machen wir hier nochmal einen Wechsel. Sabine, das hier sind alles Modder-Mods, die du siehst, plus das Platinum-DLC. Man könnte natürlich den Didi-Server öffnen und dann mal gucken, wann ich das nächste Mal auf dem Server komme, ob wir dann vielleicht mal im Plus sind. Wäre das ein Experiment wert? Ich könnte euch gerne einfach heute mal den Didi-Server aufmachen. Und dann schauen wir mal, ob wir beim nächsten Stream, wenn ich hier reinkomme, im Plus sind. Ja, Jonas, genau, du brauchst das Platinum-DLC. Stell euch mal vor, dann komme ich das nächste Mal hier live und wir sind hier 100.000 Euro im Plus. Bitte ordentlich benennen, Leute. Ist schön, dass ihr meine Fans seid, da bin ich euch sehr dankbar für. Aber benennt euch gerne ordentlich, dass wir auch wissen, wer ihr seid. Hat es ja Profi-Baumfäller dabei. Ja, auf jeden Fall. Also wir wären eigentlich fast im Plus. Wenn da nicht so zwei, drei Leute die falschen Bäume gefällt hätten und wir dadurch 40.000 Euro miese gemacht haben. Das war leider das Problem. Manuela, ja... ganz okay. Wie geht's dir? Oder halt 100.000 im Minus. Ja, das könnte auch passieren. Oder wir sind 100.000 im Minus. Genau. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das unrealistisch ist, aber es könnte passieren, ja. Nee, leider nicht, Leo. Der hat noch keine Schaufel. Die hatten wir noch nicht gekauft. Hatte ich eigentlich vor und dann, ja, kam der Moment mit, wir sind im Minus. Oder darf ich noch Kredit aufnehmen? Ich weiß gar nicht, wonach richtet sich
die Masse des Kredits. Weil eigentlich kannst du ja 500.000 aufnehmen, standardmäßig. Du kannst aber auch manchmal 700.000 aufnehmen, eine Million. Wonach richtet der sich? Der Kredit. Hallo Uwe, moin. Ich glaube, der richtet sich doch nach Feldgröße, also nach Hofgröße, wie viele Felder man so hat. Ich weiß es nicht. Oder nach dem Wert des Hofes. Ja, irgendwie sowas war das, ne? Sonst wartet mal. Lasst uns mal was gucken. Teleskoplader. Der kostet 99.000. So, wir würden hier einen für 72.000 bekommen. Ging ja natürlich auch. Wir könnten den einen verkaufen. Ich weiß auch nicht, wie viel wir dafür bekommen. Und dann für 72.000 einen neuen kaufen. Mathis, guck mal auf den Kontostand. Nach dem, was du besitzt. Ja, ich besitze doch ganz viel. Ich würde am liebsten eine Million Kredit aufnehmen. Es würde halt nichts nutzen, wenn der Telelader jetzt nur 70.000 einbringt und wir kaufen für 72.000 einen neuen. So, da kommt wieder Geld rein. 11.000 plus. Danke, Leute. 430 Daumen haben wir gepackt. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Oh, Fan, die Salvin haben wir schon so einige Male gebraucht. So ist es nicht. Ja, LP, Paul Berger, läuft halt bei uns, ne? Daniel, dankeschön. Das dauert halt hier. Da bin ich ja mit einer Schaufel schneller. Kannst du auch ohne das DLC? Ja, natürlich, Sabine. Wir machen auch noch Server ohne das DLC, selbstverständlich. So, dass ihr kein Geld ausgeben müsst. Wie gesagt, wer sich das DLC immer noch kaufen möchte, Unterstützerlink findet ihr in der Videobeschreibung. Ich würde mich sehr darüber freuen. Zack, wieder 2.500 für Mietkosten, Fahrzeuge weg. Ach ja. Ja, Tobi, das habe ich auch versucht, ihm zu erklären, aber ja, er hat den Hänger so weit weggestellt. Alle Mann antreten zum kollektiven Schaufeln. Ja, so sieht's aus, Thomas. So sieht's aus. Das kann gut sein, Nadine. Also es steht halt in der Mission, man kann zusätzlich noch halt das Hackschnitzel, nein, nicht das Hackschnitzel, das Totholz verkaufen fahren. Damals von der Mission mit Totholz hat man halt zum Beispiel Hackschnitzel draus gemacht. Da kamen ein paar tausend Liter zusammen. Das gibt es auch hier. Das war eigentlich auch eine ganz gute Sache. Christian, momentan sieht es nicht danach aus. Also es gibt zumindest keine Andeutung dazu, dass irgendwie was mit Mercedes geplant ist. Ich muss was trinken. Mhm. Ah, schon besser.
So, komm, zieh auf, fahr verkaufen, Ding ist voll. Michel, komm, was zurückgefahren, stell dich direkt hier neben. Guck mal, MLS-Chat, was ist da? Ich sehe nix. Ah, wir haben extrem viel Hackschnitzel, ne? Muss man wirklich mal so sagen. Hackschnitzel haben wir auf jeden Fall einiges. Flo, grüß dich, moin. Einfach kann mit schwimmen. Ja klar. Jemand hat geschrieben, was ich tun kann. Ach so, ja, das schreiben die öfters, nur sie sollen sich ja frei auf dem Server gerne bewegen. Ich denke mal, es gibt genug zu tun. Also wenn da noch der LKW auf dem Hof steht für den Baumtransport, den man hätte eigentlich beladen können, dann weiß man ja, was man machen kann. Na, LKW schnappen und Bäume transportieren. Passo, Wechsel war gerade. Da machen wir grundsätzlich LP Powerbank, aber ich bin halt so auf dem Server, ich möchte euch nicht vorschreiben, was ihr zu tun habt. Also ihr könnt euch gerne die Arbeit suchen und euch ein bisschen frei fühlen, sage ich es mal so. Ah, der Container, der steht jetzt gut. Der wird auf jeden Fall einiges schneller voll sein. Weil der steht wirklich sehr, sehr gut. Der steht direkt hier vorne dran. Da kann ich direkt in einem durch. Justin, grüße dich. Schön, dass du da bist. Ja, ja, Paul, wäre klar, wenn wir die Maschinen dafür hätten, ja. Aber die haben wir ja hier auf der Map natürlich nicht. Synex, ich habe eine von LS Seitenkonsolen. Schön leise in der Innenansicht, ne? Schauen wir mal, ob es eine Erntemission für Felder gibt. Ist leider nicht mit drin. Hätte ich gerne angenommen, ist aber leider nichts. Missionsmäßig gibt es momentan nur Steine zerkleinern. Komm Leute, let's go. 240 Abos, die knacken wir jetzt noch. Wir haben jetzt die 3 Stunden Streamzeit. Innenansicht mag ich nicht so sehr, weil man einfach die Position der Schaufel nicht so gut erkennt. Jawohl, 20.000 Euro. 20.000 Euro, das müsste eigentlich der Hackschnitzelhänger gewesen sein. 20.000 sind da jetzt reingekommen. Ja, LS Camera sehe ich auch so. Platinum bis jetzt das beste DLC, was für ein LS erschienen ist. Und dann kommt Pumps and Hoses. Hier, Düngen. 6.000 Euro. Habe ich jetzt Maschinen gemietet? Weg ist der Auftrag. Geil. Vertrag ist einfach weg. Ich wollte gerade die Düngemission weg annehmen. Weg ist sie. Auch gut. Das ist ja auch gut. Schöne Düngemission an und die Mission ist plötzlich weg. So, aber wir sind gleich wieder im Plus, Leute.
Right Shadow, weil der Preis eine Katastrophe war. Wir haben halt grundsätzlich eigentlich nur einfach auf einen guten Preis gewartet. Moin, dieser DD-Server schon online. Agrar, moin, nein. Der DD-Server ist noch nicht online. Hallo Jakob. Aber das kommt noch, keine Sorge. Jetzt bloß keine Totholzmission annehmen. Nee, nee, nee. Doch, annehmen, aber nie zurückgeben. Ja, Paul, das ist leider so, aber gut. Switch hat wenigstens trotzdem Dinner Less. Ist auch eine schöne Sache. Nein, Jakob. Was ist das Ziel für heute? Ja, das Ziel für heute war eigentlich, die Produktionsstätte für die Edelmetalle zu kaufen. Dass wir das Erz produzieren. Aber ja, hat nicht wollen sein. Wir wurden ein bisschen von unseren Kosten überrascht. Jonas, durch die Mieten. Durch die Mieten und dann ganz enorm durch zwei verkackte Missionen. Die Community hat leider beim Totholz, immer wieder gute Bäume abgesägt. Und das kostet sehr viel Geld. Hast recht, Andy. Pascal ist ein guter Mann, ne? Der denkt mit. Jakob, grundsätzlich kann natürlich jeder mitspielen. Wir spielen auf PC mit Crossplay aber. Wie funktioniert ein DD-Server und kann man den auf Konsole beitreten? Ja, ein DD-Server ist halt ein Server-Apps-Gameplay. Den kann ich 24 Stunden lang online lassen, ohne dass ich den LS spiele. Weil der von extern kommt. Das heißt, ich bin eigentlich offline, aber der Server bleibt online. Ja, ich mache quasi meinen PC aus, aber der Server läuft weiter und ihr könnt spielen. Alles klar, Thomas, danke schön nochmal für deinen Support heute und ich wünsche einen schönen Sonntag. Ich verlege jetzt gleich erstmal neue Wasserleitung. Nein, Spaß beiseite. FS Gameplay momentan 8. Den DD-Server werde ich aber dann nach und nach erhöhen, dass auch irgendwie irgendwann mal hoffentlich 16 Leute drauf können. Ihr hört auch bestimmt die ganze Zeit mein Lenkrad, ne? Aber ich hätte auch nicht gedacht, Leute, ich muss ganz ehrlich sein, dass so viele Leute mir in hier unserem Forstprojekt zuschauen, also damit hätte ich nicht gerechnet. Dass wir dauerhaft hier über 300 Zuschauer sind, vorhin schon wieder fast 500. Also, das ist echt krass momentan, Leute. Vielen, vielen Dank auch für die, die heute schon wieder abonniert haben. Die warten ja alle und sie warten. Leute, 23.000 Euro plus. $1.500 nur noch im Minus. Jetzt muss ich aber schon fast überlegen, was machen wir denn mit dem Geld?
kann man denn jetzt mit dem ganzen Geld? Ja, normal, also mich normalerweise kostet ein DD-Server Geld. Ich krieg den aber zur Verfügung gestellt von deinem Server-Host. Ihr findet auch in der Videobeschreibung gerne den Unterstützer-Link. Also falls ihr euch selber mal einen DD-Server mieten wollt, könnt ihr 10% pro Monat sparen, wenn ihr einfach meinen Link nutzt. Und mit dem Link unterstützt ihr mich auch noch, dann kriege ich auch wieder ein kleines Stückchen davon ab. Also dein Server-Host stellt mir den DD-Server kostenfrei zur Verfügung. Gio, schauen wir mal. Irgendwo im Laufe der Woche, denke ich mal, kommt auch wieder die 1-Euro-Challenge. Dass wir da wieder auf die Mühlenkreis Mittelland gehen. Da dürft ihr dann auch natürlich alle gerne wieder mitspielen. Also da kommt noch ein bisschen was. Also wir müssen sinnvoll investieren. Wir sollten auf jeden Fall so investieren, dass wir Geld erwirtschaften. Nee, Andy, ich würde jetzt gleich so langsam offline gehen. Hab 3 Stunden voll. Aha, Andy hat dazugelernt. Aber dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Zack, 18.000 Euro. Leute, wir sind 17.000 Euro im Plus. Ich glaube, wenn wir den Schmelzofen kaufen, machen wir das Richtige. Der kostet aber 180.000 Euro. Ich würde ihn aber echt gerne kaufen. Ich würde den echt gerne kaufen, den Schmelzofen. Weil, Leute, wir haben genug Erz. Das kann man dahin transportieren, dann wird da produziert und wir können das verkaufen fahren. Ich zeige euch gerne mal in der Übersicht, wenn ihr... Hier, Metall. Leute, 10.000 beim Zug. Kriegen wir 10.000 für 1.000 Liter Metall. Okay, ciao, Bro, mach's gut. Danke fürs Mitspielen. Hallo Jan, guten Abend. Ich habe mal probiert Platinum. Sobald ich Holz beim alten Ding ins Wasser schmeiße, will Fried das Spiel ein und bekomme LUA-Fehler. Oh. Okay. Das ist krass. Also wir haben es heute noch gemacht. Bei uns ist tatsächlich nichts passiert. Dann kommst du am besten mal, Jan, auf unseren Didi-Server. Ach, nicht Didi, auf unseren Discord. Und stellst die Frage da mal einen technischen Support. Vielleicht kann dir da jemand helfen. Auf jeden Fall, Zocker Bro. Bald, MB-Truck, bald. Wir sind dran. Ich muss halt mit dem Team noch ein bisschen was bequatschen. Zack, die nächsten 4.000. Hallo Daniel. Also Hauptproblem ist tatsächlich diese ganzen Mietmaschinen. Die kosten uns alle pro Tag wirklich viel Geld. Das ist das große Problem, was wir haben. Wenn wir die Mietmaschinen nicht hätten, dann würde das Ganze, glaube ich, schon ein bisschen anders aussehen. Ach, alles gut, LS22 Gamer. Können wir ja auch beim nächsten Mal dann. Ist ja nicht so, dass ich jetzt das letzte Mal online bin, ne? Wir sind übrigens nochmal eine kleine Info für euch, Leute. Road to 50.000 für dieses Jahr noch. Das könnte tatsächlich echt noch was werden. Noch knapp 750 Abos, die wir jetzt in den nächsten 5 Wochen benötigen, um tatsächlich doch noch die 50.000 zu knacken. So, das kann man gerne wieder anders beladen. Leute, ich gehe jetzt nochmal kurz Luki Luki machen. Ich wollte nämlich mal schauen, wie wir die Investitionen ein wenig anders bewerkstelligen können. Miete, wir brauchen den. Miete, die beiden brauchen wir auf jeden Fall auch. Den Bagger eigentlich auch. Der hat die Fräse halt dran, ne? Den LKW für Baumtransport brauchen wir. Wir brauchen die Traktoren auf jeden Fall. Da können wir nicht drauf verzichten. Ich hatte jetzt überlegt, wir haben ja hier den Setzling. Ob wir den vielleicht dann beim nächsten Mal verkaufen. Dann mieten wir uns den, wenn wir halt Bäume setzen wollen. Einmalige Miete, dann geht der wieder weg.
Weil die Miete, die tut schon echt weh. Muss ich wirklich sagen, die tut wirklich weh, die Miete. Hätte ich nicht gedacht, dass es so ins Geld geht. Naja. Okay. Freunde, ich würde sagen, mit diesem doch schon tollen Ergebnis, 21.000 Euro plus, sollten wir mal jetzt ein Päusle machen. Ich gehe jetzt zum Mittagessen. Ich habe nämlich ein bisschen Hunger. Wir werden hier auf jeden Fall noch ein bisschen weiter forsten. Leute, ihr dürft auf jeden Fall auch beim nächsten Mal gerne mitspielen. Ihr könnt auch nochmal sehen, wir haben noch genug Gebiete vor uns. Na, hier, das können wir alles noch abholzen. Das alles und das alles. Und dann werden wir uns mal hier in die Richtung ausbreiten. Müssen wir die nächsten kleinen Länder kaufen. Ich muss jetzt auch noch ein bisschen die Stimme schonen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen, Leute. Ja, dann halt kurzen Snack. Ich nenne es einen kurzen Snack. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ansonsten vielen, vielen Dank auf jeden Fall für all die, die heute hier abonniert haben. Vielen Dank für eure Likes und vielen Dank für den heutigen Support, Leute. Richtig, richtig geil. Da kam richtig was rüber. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich bedanke mich an alle neuen Kanalmitglieder und an alle die, die immer noch treu sind. Vielen Dank für 454 Däumels und die 49.241 Abos sind geknackt. Freunde, weiter geht's. Knapp 100 Abos in diesem Stream. Wir könnten das schaffen, ne? Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Rest Sonntag. Kommt gut in die neue Woche. Sin, danke noch für dein Abo. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche und ja, ansonsten wünsche ich euch alles, alles Gute. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal schauen, ob die Credits heute funktionieren. Beim letzten Mal haben sie nicht so ganz funktioniert. Ich bin gespannt, Leute. Ansonsten muss ich mich da nochmal ransetzen. Macht's gut, Freunde. Schönen Sonntag. Danke fürs Zuschauen. Tüdelü und tschüss. Faster than lightning. We are the farmers.